Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 3, wo wir sehr bald schon sterben werden. So schaut's aus, wir sind nämlich ein alter Sack und das sieht nicht gut aus. So, es muss alles noch ein bisschen laden, alles ein bisschen langsam hier. Hallo? Warum geht die... Warum gehen die Hotkeys nicht? Okay, aus irgendeinem Grund funktionieren die Hotkeys nicht. Das ist schon mal sehr interessant. Ich weiß, ich muss auch noch umschalten. So glaube ich. Ja, heute mal wieder ohne Webcam wegen Gründen. Aber im Ernst. Jetzt geht was. Okay. Gut. Okay. Wie schaut's aus? Wir haben eine Menge Prestige und keine Angriffsziele. Das ist bedauerlich. Einkerkern, Herzogtum könnte ich schaffen, ist jetzt aber nicht so gut. Die kann heiraten. Das ist meine Enkelin. Okay. Wo ist der? Was hat der? 600. Ein bisschen weit weg. So hat es jetzt hier schon wieder eine Fliege in meinem Zimmer. 600, auch nicht so groß. Ein Dauphin. 900, der ist nicht schlecht, aber der ist alt, der ist sehr alt. Das sieht gut aus. Der hat, ja, 400 Truppen. Besser als nichts, ist ein kleines Bündnis. Machen wir jetzt, wo steckt der? Da drüben ist das Ganze in unserer Nähe, würde ich mal sagen. Perfekt. So, Krieg. Ich möchte noch einen Krieg führen. Ich würde so gerne noch einen Krieg führen. Und alle Verbündeten dazu holen und dann Gönnung. Na, der hat 1300. Ich könnte ihm den Krieg erklären. Anspruch über Ingolstadt. Wow. Ja, könnte ich machen. Ist ein Schwager. Der hat als Verbündete Herzog Günther 400, 600 und er selbst hat, ja, 1000. Ich habe auch 1000 und der selbst hat auch 1000. Also da geht schon was. Ja, kein Kampfgeschick, der ist da nicht so stark. Ich könnte mir Ingolstadt holen, nochmal so einen Krieg führen, wäre richtig nice. Und dann vielleicht noch ein paar Söldner anwerben, ne? Ja. Das wäre schon nice. Wie viel Geld hat der denn? Auch einiges. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Wäre aber nicht so schlimm. Hier, der schwarze Trupp, der hat mir ganz gut gefallen gehabt. 300 Truppen habe ich hier, 1000 Aufgebote. Ich habe schon einiges. Ist halt die Frage, ist es klug, jetzt da Krieg zu führen? Ich hätte halt gern das gesamte Regensburg. Ne? Aber das kriege ich nicht. Also das gesamte... Ja, ist ein das ist halt das Ding. Das ist ein Schwager von mir. So, wenn ich jetzt mit dem ein Bündnis mache, könnte ich vielleicht da was angreifen. Ich meine, ich habe ja ein paar Ansprüche, ne? Ja, aber dem den Krieg zu erklären, wäre dumm. Vor allem, weil er mich halt mag. Das ist das Ding. Also da, das wäre dämlich. Ja, Rothenburg. Hätte ich auch. Aber dann würde ich ja wieder mit... Na, das ist auch nicht so gut. Ja, und Brixen? Der ist da unten. Ist mein Vasall.
Ja, aber gehört Brixen dann mir? Bringt mir Brixen Steuern? Ist bayerisch? Also scheint so, oder? So, ich muss bei mir mal dunkler machen, weil das Licht ganz böse ist. Bin ganz kurz mal weg. Weil wenn das Sonnenlicht mitten auf den Bildschirm knallt, ist das einfach nicht so toll. Ich wollte gerade gucken. Ja, ja, Brixen gehört mir. Guck mal. Okay. Das sind die Ansprüche, die ich habe. Ich habe sonst keine Ansprüche. Das heißt, es wäre halt... Es wäre halt dumm, mich mit... Also mit dem würde ich mich gerne hier anlegen. Aber ich habe keinen Kriegsgrund. Das ist das Problem. So, und mit dem Königreich von Bayern sollte ich mich halt nicht anlegen, weil der ist hier mit 1200, der hat 3000 noch was Truppen, ist direkt neben mir. Außerdem mag er mich ziemlich gern. Das wäre also dumm. Ja. Das ist halt blöd. Der wäre schwach. Aber... das denn? Da hinten, ja. Ist halt die Frage. Entweder ich mache jetzt ein Bündnis mit dem. Er würde annehmen. Das ist gut. Aber was dann? Lebenswandel. Da kann ich nichts machen. Das ist sein Lebenswandel. Diplomat. Er ist ein Schwager. Das heißt... Prinz Karlmann war der Großelternteil. Herzog Arnold von Bayern war auch ein Schwager. Der ist auch gestorben. Aber ich habe keine... Ansprüche. Nirgends. Auf irgendwas. Das ist so frustrierend. Ich hätte gern irgendwo einen Anspruch, aber wenn ich jetzt sage, ich fingiere irgendwo, ne, Anspruch fingieren, was ist das? Gemeinde bekehren. Die Grafschaft ändert ihren Glauben. Ah ja. Und was sind die? Okay, nee, das ist wichtig. Dann mach das mal. Bekehr die mal. Ich hätte so Lust, jetzt noch in den Krieg zu kämpfen, weil ich habe Truppen, ich habe Prestige. Ich meine, ich könnte, aber das Ding ist halt, ne, Unabhängigkeitskrieg könnte ich machen, wäre aber Graf Engelbert. So, ich könnte mir Ingolstadt holen. Ja, aber dumm. Der hat keine Ziele. Der hat Ziele. Der nicht. Das wäre mein Ziel. Ja. Von Leuchtenburg. Hätte ich gerne. Ne? Bayreuth, Leuchtenburg. Aber wäre dumm. Also mit dem König sollte ich mich nicht anlegen. Der hat Geld. Der hat. Der ist viel zu stark. Das hier wäre machbar. Na, dass ich sage, hey, hier, diese Herzogin Adaltrude, oder ich selbst, ist eigentlich voll egal. Ja, wahrscheinlich ich selbst, hätte das. Wir wären ebenbürtig. Das sind halt 1900 plus meine 1400 sind 3,6. Nee, 3,3. Ja, und er kommt auf. Die sind weit weg, ne? Da unten und da drüben. Meine Verbündeten sind da. Der ist halt weit weg. Das ist das Problem. Der ist ganz dort hinten. Das heißt, wahrscheinlich würde ich mit 1800 Truppen gegen seine 1300 kämpfen. Plus diese 600. Plus diese 400. Ich hätte zwar noch Geld für Blubskram, aber... Und was kriege ich dann? Ingolstadt.
17, 17. Boah, ich könnte hier so viel Gold abschnacken, Mann. Ich bin so versucht, das zu tun. Ich warte jetzt erstmal ab, ob das eine Bündnis, das ich gemacht habe, angenommen wird. Na? Bündnis geschmiedet. So. Das ist schon mal wichtig. Weniger Ritter. Ja, die kann ich irgendwann anders dazu holen. Ihr könnt Kriege erklären. Da könnte ich einen Krieg erklären, aber ich habe halt keinen. Ja, das ist dumm. Also Religionskrieg um Pilsen. Und wir sind halt krass unterlegen, ne? Der hat 6 Verbündete, das ist nicht gut. Und ja, oder Herzog Tassilo von Bayern. Ich hätte so Bock drauf. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Es gibt richtig Kohle. Können sie einkerkern, aber das muss jetzt nicht sein. So. Den rufe ich in den Krieg. Den rufe ich in den Krieg. Und Margarete rufe ich auch in den Krieg. So. Und dann hier oben und sofort Regensburg einnehmen. Na? Übrigens, sollten wir noch anheuern. Alles nicht verfügbar. Okay. Die sind teuer. Flammentrupp. Gepanzertes Fußvolk. Dein 3-Jahre-Vertrag. Go. So, die sind jetzt da unten. Das ist schon mal gut. Alle ausheben. So. Ich glaube, der mag mich jetzt nicht mehr so sehr. Nein. Hat Krieg erklärt. Ist aber egal. Das befehle bitte ich. Weil der Ritter soll als Ritter kämpfen. Ich habe einen guten Kampfwert. Sollte ich eigentlich haben. Kriegsführungswert führt eigene Truppen niemals aufgeben. 24. Ich frage mich, warum der hier so einen krassen Kampfwert hat. Von 30. Kriegsführungswert 20. Und meiner ist halt standardmäßig 14. Wo sehe ich den eigentlich? Plus 5, plus 5. Schwerpunkt auf Ritterlichkeit. Ist das hier was? Schwerpunkt auf Ritterlichkeit? Ah, hier gibt es noch eine Kriegsführung plus 3. Ritterlichkeit. Vorteil plus 5, Kampfgeschick, Anziehungsmeinung. Schlachtenvorteil plus 5. Oh, okay, okay, das ist heftig. Ich dachte, das wäre ein Rittervorteil, aber das ist ein Schlachtenvorteil. Okay. Naja, gut, vielleicht. Ich weiß nicht. Schauen wir mal, lassen wir es erstmal so. Ich wünschte, ich würde den Kriegswert hier irgendwo sehen, aber das ist nur Kriegsführung. Das ist nicht mein Kampfwert, der steht irgendwo anders. Okay, jetzt schauen wir mal. Diese Truppe kann schon mal dahin gehen. So, 900, 988, 1200. Wird das nochmal mehr? Ich glaube nicht. Ich warte nochmal bis zum 10. Wird nicht mehr. Okay, sehr grüß, natürlich werde ich euch anschließen. Sehr schön. Ab nach Regensburg. So, Verbündeter tritt Krieg bei. Seid gegrüßt, natürlich werde ich mich anschließen. Gegner werden lernen, die Männer von Zürich zu fürchten. Sehr schön. So, da kommen jetzt Feinde. Margarete tritt mir bei. Sehr schön. So. Stopp, warte, warte, warte. Das sind 1000 Truppen. Der hat einen 17er Wert. Ich habe einen 14er Wert. Nur 14? Der sammelt sich noch 3 Tage. Besitzer hat Schuld. Ihr werdet wahrscheinlich eine entscheidende Niederlage erleiden. Okay, dann warten wir. Und führen diese Armeen erstmal zusammen. Pass auf.
Ja. Okay. Ja, dann führ sie an. Wenn du so ein. Ich meine, sein Kampfgeschick als Ritter ist super. Ist ein Ritter in der Armee. Aber. Ja, 24 zu 30, das passt schon. Der sammelt sich noch. So, der sammelt sich hier noch. So, der rennt jetzt da runter. Das war ein Versuch mit Regensburg. Getreideäcker gebaut, das ist sehr gut. Okay, pass auf. Wir treffen uns in Burgau. Wir gehen über Eichstätt. Der hat Kavallerie, das ist halt gefährlich. Nee, 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 nee. Okay, der will mich abfangen, das sollte er aber nicht schaffen. Fraktion gegen König Ludwig geschafft, das ist interessant. So, hau ab, hau ab, hau ab. Die initiale Schlacht zu gewinnen ist das Wichtigste eigentlich. So, wie lange braucht der? 6 Tage? 6, 8 Tage. Dann wartest du jetzt 1, 2 Tage. 1, 2, 5, bumm, passt. So. Da kommen Verbündete, da kommen neutrale Armee. Alles klar. Ich muss diese Armee jagen. Ich muss diese Armee einkerkern. Einkesseln. Das ist wichtig. Dass wir die einmal crushen. Ratsmarschall verdient Respekt. Das ist sehr schön. Der haut ab, das ist gut. Jetzt kommt danach. Den müssen wir wirklich einfangen. Diese Armee müssen wir einfangen. So, der will hier kämpfen. Vielleicht schafft er das sogar. Vielleicht aber auch nicht. Oh. Oh. Okay. Hallo? Zusammenlaufen bitte, danke. Wird überfallen, das ist egal. Da kommen Gegner. Herzogin Altrude. Die ist 31 und schwanger. Okay, das ist gut. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Ist ja in Ordnung, wenn wir eine fette Armee haben. Ist ja okay. Ist okay, kann man machen. Das sind neutrale Armeen. Ja. Die alemannische Armee, die wartet jetzt bitte mal, dass der Rest nachkommt. Dann folgt sie nach. So. 2000, der haut ab. Mögliche Schlacht. Warte, warte, warte. Der braucht 8 Tage, der braucht 11 Tage. Und ich brauche wie lange? 8 Tage, 8 Tage. Dann warten wir noch kurz einen Tag. Gehen dann dahin. Dann können wir die nämlich schon mal abfangen. Ja, der will es abfangen, aber das kann auch vergessen. Belagert. Alpsee steht unter Belagerung. Wo ist das? Da unten. Das ist soweit in Ordnung. Pass auf. Der braucht 5 Tage und 3 Tage. Der braucht 9 Tage und 10 Tage. Bin ich wirklich so viel schlechter? 6 Ritter, 4 Ritter. Ich habe 11 Ritter und 2. Mein Kampfwert ist 14 gegenüber 17 und 13. Ja. Wenn die nachkommen. Aber das Ding ist, ich sollte mich nicht auf meine KI verlassen. Okay, pass auf. Holen Schwangau. Der will weg. Der auch. 10 Tage, 9 Tage. 5 Tage. Ja, dann warten wir halt. Oh. Okay. Dann kann ich da nichts mehr machen. Chancen ausgeglichen.
Okay, wir haben jetzt eine kleine Schlacht. Ausgerechnet der ist zuerst da. Das ist nicht gut für uns. Das ist ganz schlecht. Aber es kommen noch Verstärkungen. So, jetzt ist es Schlacht von Schongau. Pass auf. Wir haben plus 1. 18 gegenüber 13. Ja, das heißt, wir sind ein ganz kleines bisschen stärker. Wir sind gut gegen... Verursacht wegen Konter 10% Schaden. Wird gekontert von leichtem Fußvolk. Okay. Kampf in ungünstigem Gelände. Okay. Leichtes Fußvolk, Klänkler. Kontert gepanzertes Fußvolk. Das ist schlecht für uns. Aber wir haben 13 Ritter gegen 10. Und da kommen noch Verstärkungen an. Die brauchen noch... Ihr habt Grafschaft von Ulm geerbt. Wie lange brauchen diese Armeen? Zwei Tage, zwei Tage. Ulm. Ich habe Grafschaft. Euer Ratsmitglied Albrecht ist verstorben. Ach so. Okay, dann sollte ich das wieder vergeben. Stefan ist schon mein Erbe. Johann. Was hat denn der so? Hinterlistig, großzügig, ungeduldig. Nee. Was ist mit Ellenhardt? Verschwörer, fleißig, mitfühlend, tapfer. Das sieht doch gut aus. Wird mein Vasall. Dann mag der mich. Domänengröße passt wieder. Okay. Gehört immer noch mir, Ulm, ne? Ulm müsste immer noch mir gehören. Ja. Der ist bayerisch-katholisch. Hätte ich vorher schauen sollen. Aufgebote, Steuern, Schwäbisch. Das ist nicht gut. Ich muss die Kultur ändern und die Kontrolle bekommen. Ich brauche hier einen Ratskanzler. Möglicherweise einen, der was kann. Graf Engelbert, Vasall und Ritter. Dann wird der das jetzt. So. Titel eingliedern, heimische Angelegenheiten, mächtiger Vasall, Mitglied, das passt. Der macht Kontrolle. Der macht Kultur fördern schon da oben. Nee. Da unten. Okay. So, die Schlacht ist immer noch im vollen Gange. Wie lange brauchen die jetzt noch? Zwei Tage. Okay. Das sieht gut aus. Jetzt kommen Verstärkungen dazu. Jetzt sind wir sehr stark überlegen. Ist der gestorben? Das ist halt auch hoch. Okay. Sieht gut aus für uns, würde ich sagen. 900 Truppen noch. 800, 63. 700. Ja, wir verlieren 40. Der verliert 100. Der verliert 100. Unser Ritter konnte verwunden. Das ist sehr schön. Ja, es ist Ende. Konnte verwunden. Okay. Gut. Sehr schön. Was blinkt hier noch alles? Ihr seid verschuldet. Wenige Ritter. Ihr könnt euer Hausmitglied rufen. Gönnung. Ihr könnt... Warte. Ihr könnt jemanden rufen. Gönnung. Ihr könnt Titel erschaffen. Ihr könnt einkerkern. 1%. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Okay. So, das haben wir gewonnen. Easy. Verbündeter tritt bei. Sehr schön, Jarl. Kommt her, es gibt Ruhm für alle. Was ist das hier? Groß-Polene-Eroberung. Das ist der da. Seid gegrüßt, Großvater. Natürlich, danke. Und wer ist das da? Warte mal. Der verteidigt? Der greift an. Aber gegen wen? Ich sehe es nicht. Wo wohnt der denn? Da drüben. Ah, hier. Großmöhren, da hinten. Großpolen, Großmähren. Kann ich dem... Ne, den kann ich nicht mitmachen. Ne? Ist nicht euer Verbündeter. Na gut. Warum mir das da angezeigt wird, weiß ich nicht. Krieg meines Lehnsherrn. Aha. Ah ja. Kriegsbeitritt anbieten. Führt keine Seite in den Krieg an. Ah, der hat noch keine Armee da. Ja, schau mal. Okay, hier haben wir gewonnen. Das ist sehr gut.
Diesen versprengt, diesen zurück. So, dann nehme ich jetzt beide Armeen. Soll ich die nochmal kaputt jagen? Führt zu 100 Verlusten. Verluste. Das führt nicht zu Verlusten. Warte mal, warte mal. Okay. Wie viel Plus kriege ich? 51 pro Monat. Ja, gut. Okay. Gefangene genommen. Verbündeter tritt bei. Getötet. Oh, das ist auch gut. Nice. So. Die verstärken sich ein bisschen. Sehr schön. So. Wann lauft ihr denn mal weiter? Hallo? Gar nicht. Jetzt so. Okay. So, Baronie von München. Und du kannst da unten hingehen. Das ist erstmal okay. Ich gucke erstmal, was das so macht, ne? Der hat noch 4 Ritter. Das ist nicht viel. 19, 20, 6 und 3. Der hat nur 2. Aber das geht schon. Verbündeter tritt Krieg bei. Augsburgischer Anspruch auf Ingolstadt. Okay. Der Krieg sieht sehr gut aus. Okay, das ist schön. So, der kehrt jetzt zurück. Wir werden gerade nicht belagert. Da sind Feinde. Wo sind unsere Verbündeten? Die laufen da hinterher. Ich habe doch 5 Verbündete. Ja. Dann sollten die doch bald mal dazukommen, oder? So, er versucht einen neuen Angriff zu starten. Wahrscheinlich muss ich seine Armee nochmal crushen. Wie lange brauche ich von hier nach da? Ich bin da. 1, 2, 18 Tage. Okay. So, da rennt es da runter. Was ist hier? Gemeinde bekehren. Das dauert noch. Ist aber in Ordnung. Wie schaut es da drüben aus? Oh, da kommen Verbündete. Oh, das ist sehr schön. Ich brauche mir hier keine Sorgen machen. Lösegeld. 50 Gold. Gib her. Lösegeld, 50 Gold, gib her, danke. So, der rennt jetzt hier hin. Es kann sein, dass ich da runterkommen muss. Ich nehme euer Angebot eines Lösegelds an. Perfekt. Bam. So, jetzt lasst mich mal gucken, wie das ist mit der Webcam, weil ich könnte sie vielleicht mal wieder anschalten. Ja, schaut okay aus. Es ist ein bisschen dunkel, aber geht. Vielleicht kann ich wieder ein bisschen heller machen. Oh, da kommt eine Armee. Das schaue ich gleich mal. Moment. Okay. So vielleicht. Okay. Da kommt eine Armee. Das ist nicht so toll. Vor allem Tirolkrieger, Feindarmee. Tirolkrieger sind doch Söldner, oder? Ja. Okay. Mit 2 Rittern. Güte, passt. So. Da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das mache. Ich muss das crushen. Bekanntschaft verstorben. Okay. Gut, der kommt näher. Kann ich hier hin? Das dauert 10 Tage. Wenn ich das abbreche, bleibt es dann? Ja, okay. Das dauert 10 Tage, das dauert 10 Tage. Okay, brechen wir mal ab. Gehen wir mal dahin. Sammeln uns. Und dann verfolgen wir diese Armee. Ist riskant, ne? So, 14 Tage. Der braucht 5 Tage dorthin. Was ist das? Armee wird... Oh! Zermürbung allein. Das ist nicht so gut. Nee, nee, nee. Zermürbung will ich nicht. Wegen dem Fluss wahrscheinlich. Okay, der Armee sollte ich mich stellen. Das ist gerade wichtiger. Da drüben kommen ja Verbündete. Das geht schon. Aber ich habe noch nicht viel Gold gemacht bisher. Aber ist noch okay. Da sind Feinde, aber das sind alles Verbündete. Wenn die jetzt mal herkommen, dann wird das gut.
Okay. Mögliche Schlacht in 11 Tagen. Mehr Kriegsvollkonter. Aber ich bin insgesamt einfach 1000-mal besser. Ja, das passt. So, dann können wir die Armee nochmal kurz zerstören. Bevor sie abhauen. Genau. Was sagen die Würfe? 6 gegen 8 plus 9, das passt. Die kann ich easy crushen. Das ist sehr geschickt. Belagert, Passburg. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich einfach da oben hinkomme. Ich denke, ich habe genug, um seine Armee zu vernichten. Was ich unbedingt machen muss, ist, ich muss die andere Armee, meine Hauptarmee, vorschicken. Dass ich da den guten Wurf bekomme, das ist so wichtig. Lederzelte in Burgau fertiggestellt, was macht das? In Burgau. Lederzelte. Mehr Aufgebote. Hm. Okay, okay. Und Jagdhütten. In Augsburg. Da läuft doch was. Augsburg, Jagdhütten. Mehr Steuer, mehr Verteidigervorteil. Haha. Okay. So, der braucht 12 Tage. Der würde 10 Tage brauchen. So, es müssten beide 12 Tage brauchen. Ja, genau. So, der ist vorne. Der ist danach. Okay. Und ich denke, dass ich diese Schlacht gewinnen könnte. Ihr werdet wahrscheinlich verlieren. Glaube ich gar nicht so. Also ich habe mehr Krieg... Ja, ich habe mehr Konter. Er hat viel Kriegszeug. Aber ich habe doch hier einen super Befehlshaber, oder? 24 gegenüber seinen 16. Er hat Zermürbung. Ich habe einen Vorteil. Vielleicht sollte ich hier wirklich den da nehmen. Den Graf Landfried. Er hat bessere Armee. Hallo? Warte, warte, warte. Der hat eine 30. Wo hat der denn einen besseren Armeebefehlshaber? Mit 16. Ich glaube nicht, dass ich das verliere. Das glaube ich nicht. Ich meine, ich könnte noch warten, natürlich. Auf die und kurz vor knapp reingehen, aber das ist schon seltsam. Okay, er gibt auf. Ausgeglichen. Also das ist sehr seltsam hier, der Quatsch. Meine Säuglinge, ich krieg noch 2. Elisabeth, Marine, Helen, Sophia und Adalbert, Isanrich, Sieghard klingt gut. Sophia und Sieghard. 2 Kinder habe ich noch gemacht. Krass. Okay, die Belagerung ist aufgehoben. Dann kann ich ja jetzt hier belagern gehen, ne? Easy. Ich habe einen Wert von 30. Ich habe hier 10 Ritter drin. Ist halt die Frage, ob ein Ritter auch also kämpfen kann, wenn er Befehlshaber ist. Ich glaube nicht. Armee sind Charaktere, Befehle. Jeder Häuflige kann eingesetzt werden. In der Schlacht. Ups, lange. Weitere Vorzüge, ja, okay. Und Ritter? Ein Ritter, bla bla, und Truppenkämpfe und Schlachten greifen Ritter auf ihren Gewinn. Okay. Mhm. Kann nicht zeitgleich Befehlshaber und Ritter sein. Gut, das meinte ich nämlich. Aber das ist in Ordnung. So, die sammeln sich jetzt zusammen. Und ich kann das hier belagern. Easy. Und Regensburg ist was wert. Sollte was wert sein. Ja. So, dann können die da oben kämpfen. Oder nicht kämpfen. Da kommt eine Feindarmee. Okay.
Die verfolgen das, das sieht gut aus. Ich habe halt mehr Verbündete. Ne? Das ist einfach... Okay. Ich glaube, die machen das schon. Dann renne ich jetzt mal hier runter. Und belagere noch diese Baronie. ...400.000 Truppen, 2.000, 3.000, das ist zu viel, das schafft er nicht. Also wie wollen sie das schaffen? Ne? Es bewegt sich hier viel hin und her. Ratseinladung! Dankeschön! Jetzt, wo ich super alt bin, lädt er mich auf sein Rat ein. Ich bekomme mehr Steuern. Das ist stark. Ich habe zwar null Wert hier, was schlecht für ihn ist, aber hey, cool, danke. Das ist nice. So, er belagert. Was wird da belagert? Auch belagert. Okay. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Okay. Sieht so aus, als würde er gut reagieren. Das sind halt 3, 4 Armeen. Das schafft er nicht. Das ist so geil. Ich kann halt jetzt hier free belagern, krieg Ingolstadt geschenkt quasi, weil ich mehr verbündet habe. Das Prestige war gut angelegt. Ich mache Kohle plus. Solange die halt noch da sind. Das ist das Ding. Wie lange habe ich denn hier noch? Wie heißen denn diese Armee? Alemannischen Mietling. Noch 2 Jahre verbleibend. Krass, es ist schon 1 Jahr Krieg vergangen. Ernsthaft? Heftig. Wo sind meine Armeen? Ach, die sind jetzt alle hier drin. Ja, okay, gönnt euch. Okay, wie viel steigt das denn pro Ding? Das ist nicht wenig. Das ist krass. Also wenn du viele Verbündete hast, dann kannst du da echt... Oh. Stopp. Ich muss jetzt die Belagerung abbrechen. Weil ich in 9 Tagen... Ich brauche 7 Tage. Okay. Schade. 8 Tage, 9 Tage. Das ist knapp. Aber es ist in Ordnung. Der kommt dazu. Ja, nee, aber ich muss hier weg. Ist leider jetzt einfach so. Okay, er kommt. Soll ich es riskieren? Ich meine, er kommt dazu. Er braucht noch... Warte, er braucht noch 7 Tage. Die brauchen noch 9 Tage. Und dann bräuchte er nochmal... Wie lange bräuchte ich denn dahin? 7 Tage. Und er bräuchte 12 Tage. Warte mal, er möchte nach Regensburg. Das ist hier, oder? Okay. 12 Tage, 9 Tage. Absberg. Nee. 7 Tage hierhin, kann ich noch weg? 9, 8, ja. Ja, dann müssen wir halt weg. Ist halt jetzt leider so, ne? Das gehört uns. Sieht so aus. Gut, dann vereinen wir uns mal. Schade, dass sie die Belagerung aufgehoben haben, aber das ist in Ordnung. Seid gegrüßt durch die Ansiedlung der bayerischen Kultur. Perfekt. Dann... Mach doch gleich bitte wieder Kultur hier drüben. So. Okay. Dann geht der jetzt dahin und der geht dahin. Ich wollte natürlich gerne Regensburg haben. Oder Abensburg, wie auch immer das heißt, aber ganz im Ernst. Dietrich ist nicht beeinflusst. Aufgabe beendet. Das passt. Es wäre natürlich cool, wenn er nicht mir einfach nur hinterherlatschen tät, sondern auch selbst ein bisschen was macht. Aber, na gut. Schauen wir mal.
Ihr seid gestorben. So, jetzt geht's los. Jetzt ist passiert, was passiert ist. Ich bin gestorben. Und das ist böse. Ich war lange am Leben. Herzog Gunther von Augsburg hat Frieden in den Armen Christi gefunden im Alter von 63 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Er war begeistert von der Jagd und verbrachte oft Wochen in der Wildnis, wo er dem seltensten Wild nachspürte. Oh. Herzog Stefan besteigt den Thron. Stefan ist eine sanfte und mitfühlende Seele und die Vasallen werden unter seiner Herrschaft sicher gedeihen. Okay. Aua. Gut. Ich bin bekannt, ich bin gläubig und ich habe in einem Krieg gekämpft. Hat in 13 Kriegen gekämpft. Wow. Okay. Ich bin immer noch verbündet mit diesen Leuten, das ist gut. Aufgabe abgebrochen. Neuer Bischof, Dietrich, billigt euch. Okay, mein Rat, da muss ich mal gucken. Ich habe eine Herzögin. Ich bin jetzt der gute Stefan. Okay, mein Lebenswandel. Bin ich fett? Bitte sei nicht fett. Hatte interessantes Gespräch. Okay, ich bin ein Zwilling und ich bin robust. Das gibt mir ein gewisses Kampfgeschick. Ich bin ein brillanter Stratege. Lebenswandel. In Kriegsführung scheine ich gut zu sein. Ah, guck mal. Architekt hat er bekommen. Domänenschwelle plus 2. Geil, mag ich. Volksmeinung. Entwicklungszuwachs. Aufgebot. Verstärkungsrat plus 100. Festungsstufe plus 1. Nice. Gebäudebauzeit. Baukosten in Gold. Okay. Steuereintreiber. Das ist cool. Okay, dann bekommst du jetzt das hier. Und du bekommst den Vorteil. Oder Kriegsführung plus 3. Kriegsführung Monat. Schwerkon. Mal gucken, wer führt denn jetzt meine Armee an? Das sind jetzt so generelle Dinge, die ich machen muss. Wer führt meine Armee an? Ich könnte sie selber anführen. Ich habe kaum noch Ritter oder sowas, ne? Wo ist denn der super Ritter hin? Uff. Der ist weg. Einfach weg. Okay, ich habe einen Ritter Johann. Der hat eigene Ritter, deswegen. Okay. Ich würde gern Ritter einladen. Ja. Das ist schon mal wichtig. Ich habe nicht viel Prestige, daran muss ich arbeiten. Ich werde hier selber anführen. Hauptmann, alemannischen Mietskling, das machst du. So, ist wichtig, der Rat. Was habe ich für Werte? Ich bin sehr gut hier. Sie könnte mir helfen bei der höfischen Politik. Bei der Verwaltung. Aber ich glaube, Diplomatie ist mit das Wichtigste aktuell. Herrscher helfen. Ich bin nicht gut im Ränkespiel. Aber in Diplomatie. Okay, Ritter und bester Freund. Okay, ein Vasall. Habe ich mächtige Vasallen? Sehe ich hier gerade nicht. Nö. Okay. Ein Ratsverwalter. Ritter und bester Freund. Ein Ratsmarschall. Der sieht gut aus. Okay. Das passt noch. Der mag mich. Der mag mich sogar ganz gern, das ist gut. Ich habe viele, viele Soldaten verloren, weil mir das Herzogtum von Nordgau nicht mehr gehört. Gar nicht mehr. Das ist ein großes Problem. Das gehört nämlich jetzt ihm, dem Herzog Engelbert. So, ich kann ihn in den Krieg rufen. Sollte ich auch. So, was muss ich noch mit ihm machen? Das ist der Bucklige. Lebenswandel Diplomat. Ja, das ist in Ordnung. So. Der hat einen Haupterben. Der hat Kinder, ne? Der hat einige Kinder. Ja, der hat viele Kinder gemacht. Okay.
Das ist halt das Ding. Also das Herzogtum von Nordgau. Aber wenn ich diesen Titel beanspruche, dann verliert er einfach nur Meinung von mir und das war's. Das ist nicht zwingend gut. Ich habe halt viel jetzt verloren. Das ist ein Problem. Na, die Grafschaft von Eichstätt, ja, die ist nicht so wichtig. Aber das Herzogtum von Nordgau, das sollte ich mir wieder irgendwie holen. Übernehmen. Ihr habt nur 0 von 3 von den Grafschaften, das von Zeug, ihr erhaltet von Meinung, Kosten, bumm, geht nicht. Und jetzt ist halt die Frage, ich habe einen durchgesetzten Anspruch. Ich habe doch Truppen hier. Wahrscheinlich stimmt das alles gar nicht mehr. Der Verbündeten hier. RIP! RIP sage ich dazu nur. Na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Leere Ratsposten. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Glaube ist egal, Enzyklopädie ist egal, Nachfolge. Das wäre wichtig gewesen. Mal gucken, ob ich das Herzogtum zurückbekomme. Jetzt wird's spannend. Ich habe halt kaum noch hier Besitztümer. Ich bin fett in den Miesen, was das angeht. Was nicht gut ist. Ja, mal sehen. Also ist jetzt schon sehr zerbrochen alles. Herzogtum von Nordgau. Hätte ich gern schon wieder. Aber ich will es nicht über Kriege bekommen. So, der tritt jetzt meinen Krieg bei. Das ist wichtig. Einfach, dass wir hier stark stehen. So. Das ist mein Neffe. Das ist das Ding. Also, ihn umzubringen, uns zurückzuholen, wäre halt nicht so schnükig. Ne? Ist einfach so. Ich kann da einen Komplott machen, aber der ist schon dabei. Mündel anbieten, Vormundschaft, Verführung, Enterben, Exkommunikation. Nee, 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 nee. Ihr habt keinen Kriegsgrund. Ihr seid verbündet, ja. Er wird nicht annehmen. Und Unterschied in der militärischen Stärke, ja. Dynastie Kempten verliert Bekanntheit. Aber ich fände es gut, das wieder zurückzuholen. Vielleicht probiere ich es aus. Ich weiß nur nicht, was es macht. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Und das ängstigt mich so ein bisschen. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Ich hätte das Herzogtum gern. Er hat halt nur 300 Truppen. Ich habe 1400 irgendwie, obwohl hier jetzt 800 steht. Aber das liegt wahrscheinlich noch an den anderen Bumskram, den ich habe. Es ist sehr seltsam. An den Söldnern liegt es ja. Schwierig, sehr schwierig, sehr schwierig. So, die Armee, die macht irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, was der da will. Graf Landfried. Das ist der Superkrieger. Ja. Ah, toll. Na gut. Also das scheine ich hier jetzt aber zu bekommen. Ritter eingetroffen. Ja, 16. Wechselt die Kultur, okay. Ich hätte das halt schon gern wieder, ne? Euer Ratsmitglied Dietrich ist verstorben. Neuer Bischof. Er billigt mich. Na, ein Glück. Oh, der billigt mich sogar ganz gut. Okay. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, da muss jetzt was gehen, Leute, sonst wird es eng. Könntet ihr mal bitte da einfach rübergehen und nicht so rumdinseln? Da stehen auf einmal Truppen. Okay. Ich glaube nicht, dass der kommt. 17 Tage.
Sollte ich ablassen. Ist okay. Ihr werdet wahrscheinlich eine entscheidende Niederlage erleiden. Wie lange brauche ich? Warte. 9 Tage. 9 Tage. 16 Tage. 7 Tage. 8 Tage. 8 Tage. Also hierhin brauche ich 7 Tage. Hierhin brauche ich 7 Tage. Hierhin 9. Das ist nicht gut. Ja, dann haben wir da ab. Ich wollte so viel mehr Geld machen, Mann. Ganz im Ernst. Boah, das war knapp. Da verliere ich Truppen. Versorgungsschwelle. Also. Ich will das Herzogtum von Nordblau wieder haben. Das ist so dumm. So, das gehört mir. Dann gehen wir jetzt dahin. Oh, was heißt das? 10 Prom. Okay. Hat das jetzt Geld gegeben? Warum nicht? Weil er das dauernd bekommt, nicht ich. Das ist halt fies. Ich will das Geld haben. Deswegen mache ich doch den ganzen Schwachsinn die ganze Zeit. Das ist doch der einzige Grund, warum ich das alles mache. Also, ne? Neues Gesetz. Euer Lehnsherr hat das begrenzte Lehnsautorität. Aha. Sechs Monate. Ich wollte halt hier Geld machen und alles. Und jetzt geht das nicht aus Gründen. Das ist ja doof. Okay. Da bin ich so weit weg. Ich brauche eine hohe Lehnsautorität. Da muss ich hin. Hätte ich das nicht schon längst machen können? Okay. Na, mal schauen. Also bisher kriegen nur meine Verbündeten das Geld, was sehr blöd für mich ist. Wir müssten halt mal eine große Schlacht schlagen. Na? Warte, was geht hier ab in 5 Tagen? 4... 4, 5, 10 Tage, 12 Tage, 8 Tage, 7 Tage. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da verliere ich jetzt. Und mein Verbündeter macht nichts. 7 Tage. 4 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Wenn er dazukommen würde, was er jetzt nicht macht, ne? Bedauerlich. Ja, okay, dann werde ich jetzt hier verlieren. Das tut weh, aber okay, ist so. Wie dumm. Ja, aber vielleicht kommen sie noch dazu. Schauen wir mal. Bisher schaut sehr schlecht aus. Ritter ist eingetroffen. Na, super. Komm schon, Verbündete. Die Schlacht zählt, die ist wichtig. So, jetzt kommen Verstärkungen. Wir sind schon fast am Ende. Ich frage mich, warum ich keine Updates mehr über Ritter und sowas bekomme. So, meine Verstärkungen sind da.
Unser Ritter wurde verwundet. So, jetzt kommt sein Schwein. Okay. Und jetzt machen wir hier bum 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 bum. Und wir haben es nochmal geschafft. Das war knapp. Das war sehr knapp. Unser Ritter wurde verwundet, blablub, Gefangene genommen, verbündete Kommandanten getötet. So. Ich glaube, ich muss mal nach Hause. Der kann da bleiben. Gold bitten. Ja, bitte, gib Gold, genau. Danke. Verlangt Ratsposten. Der da. Aber der kann gar nichts. Ja, dann Pech gehabt. So, ich brauche hier einen neuen Ratskanzler. Ich brauche hier einen neuen. Ja, aber der ist schon. Kriegt der das jetzt? Uff, uff, uff. So, die werden jetzt wieder aufgestockt. Der geht da dauernd hin und weg und hin und weg und hin und weg und bäh. Das nervt. Ich würde halt gerne mal Regensburg einnehmen, aber kriege ich gerade nicht. Die Erinnerung bleiben. Ach so, wenn ihr noch bei mir wärt, ihr würdet mir sagen, ich solle stark sein, würdet erklären, dass alles besser werde und ihr hättet recht damit. Wie immer, aber zuerst muss ich fluchen und weinen. Wie sollte ich auch anders nun, wo ihr nicht mehr in dieser Welt seid? Ein Freund verstarb. Okay, das ist natürlich bitter. Das ist schon wieder Ratsposten leer, oder? Nein, das ist nicht. Bezahle. Wie viel? 20. Na gut, Gottfried, komm. Warte mal, warte mal, warte mal. Was geht jetzt hier ab? Habe ich jetzt endlich Geld bekommen? Ich habe Geld bekommen. Okay. Gut. Passt das? 9 Tage? 10, 8 Tage? 7 Tage. Passt. Okay. Der Krieg zieht sich sehr lange. Das Problem ist, dass meine Söldner bald abhauen werden in 9 Monaten. Ritter ist eingetroffen. Okay. Der haut ab. Kommen die hoch? Was heißt denn das da? Die sind tot. Die haben keine Versorgung mehr. Oh oh. Okay. Das ist schon wieder so eine große Armee hier. 2000 irgendwas. Das ist böse. Versorgungsschwelle. Ja, der müsste sich halt mal ein bisschen aufteilen, ne? Warte mal, warte mal. Wie lange brauchen die? 3 Tage. Und der braucht 6 Tage. Das dauert 11 Tage. Ja, nee, dann. 6 Tage. Was ist hier los? Hier wird belagert. Augsburg. Uje, das sieht böse aus. Okay, was kann ich denn noch in Augsburg bauen? Weil. Vielleicht warte ich jetzt erstmal, bevor ich irgendwas mache. Möglicher Sieg. Ja, das wäre doch was. Okay, da gewinnen wir gerade. Kleine Schlacht.
Okay, so, das ist die Geschichte. Ah, die sterben jetzt alle weg, weil sie hier unter der Schwelle sind, ne? Das ist halt schon bitter. Weiß nicht. Hallo. Oh, danke schön. Ah, danke. Eine Marzipankartoffel habe ich bekommen. So, wo geht's jetzt als nächstes hin? Ich kann mit meiner Armee kaum was machen. Ich muss mir Schlachten schlagen. Ich muss mir Zeugs für mich kaputt machen, dann wird das schon. Na komm jetzt. So, wieder eine Schlacht schlagen. Das sieht gut aus. Wir haben leider nur 5 Ritter. Unser Ritter wurde verwundet. Das ist nicht gut. Befehlshaber von Mikling wurde verwundet. Oh. Wollt ihr nicht vielleicht mal nach oben kommen, bevor ich hier abgesnackt werde? Please. Oh Mann. Mein Gefangener ist in meinem Kerker verschwunden. Super. So, jetzt werde ich auf einmal die Schlacht verlieren. Ne, haut doch ab. Okay. Wenn ich da jetzt hochgehe. Die brauchen noch wie lange? 3 Tage. Ich brauche 6 Tage. Der ist dort in 5 Tagen. Gut, vielleicht warten wir erstmal kurz da. Bis die nachkommen. So, jetzt sind sie da. Jetzt können wir da hochgehen. Ihn abfangen. Und wenn die dann mitkommen, was ich sehr hoffe. Warte, 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 Moment, Moment. 6 Tage. 8 Tage. Die laufen da hoch. Perfekt. Dann snacken wir den jetzt ab. Komm schon. So, das sind jetzt mal 500. Jetzt sind wir bei 3000 Truppen. 5000 Truppen. Boah, was alles da ist. Gebt euch mal, wie groß dieser Quatsch ist. Heftig. Unser Ritter wurde verwundet. Oh Mann. 27 Ritter zu 2. Ich bitte euch, das ist doch durch, oder? Das ist doch komplett gewonnen. So, und jetzt renne ich dann nach Regensburg und mach da Ende. Und dann versuche ich mir das Herzogtum zurückzuschnappen. Ich bin 42, habe vielleicht noch ein bisschen Zeit. Mal gucken. Prestige brauche ich auch noch. Ich muss unbedingt. Das hätte ich vielleicht früher gucken sollen, dass ich dieses Lehnsautoritätszeug bekomme. Mal schauen. Weil die Teilung des Reiches tat mir schon sehr weh. Ist nicht so geil. So, wir scheinen hier gut zu gewinnen. So, komplett vernichtet und tot. So, auf nach dort. Und ihr geht's dahin. Und dann ist Ende. So, jetzt haben wir das doch, oder? Vertrag von Söldnertruppe läuft ab. Ja, das ist schade. Wird überfallen, ist auch schade. Sieg, Sieg, Sieg. Ich kann Lösegeld verlangen. 50. Gönnung. Keine Vormunde für Kinder. Das ist schlecht. Kind unterrichten. Die da? Bam. Kind unterrichten. Halbschwester. Genau. So. Mein Erbe. Kriegsführung, das ist okay. Was habe ich sonst noch für Kinder? Katharina. Die wird vielleicht. Wo ist die denn gut? Das ist das Ding. Verwaltung sieht doch bei ihr ganz ordentlich aus, ne? So, lass mal gucken, ob das hier bei ihr Sinn macht. Bei ihr würde es sehr Sinn machen auf Diplomatie. Ja, Kriegsführung ist okay. Das ist sehr solide. Margarete. Ja, muss ich mal schauen, was ich da. Ich muss mal bald meine Kinder unter Dach und Fach bringen. Für Bündnisse und so weiter. Weil, ja. Wir fangen mal freigelassen. Angebot angenommen. Gut.
So, wo hauen die jetzt ab? Wollen die mal herkommen? Ah, die kooperieren, 20 Meinung, gut. So, den Schmerz lindern. Okay, da haben wir wieder so einen Galgenkopf. Und sie dürfte mitfühlend werden. Das gibt ihr Diplomatie plus 2. Das ist gut für sie. Das macht Sinn. Ja, das machen wir. Okay, die gute Hedwig. Grafschaft von Worms. Wo ist das denn? Das ist in der Nähe. Der ist alt. Hat aber ein Bündnis von 1800 Truppen. Wird nicht annehmen. Warte mal. Sein Haupterbe. Bertlin. Bertlin. Ach, das ist es. Graf Werner. Bertlin. Ja gut. Es geht noch weiter. Hallo, Pause bitte. Lol, uff. Wo hockt denn der? Der hockt ganz weit weg, das hilft mir gar nicht. 1000 Truppen? Der ist da unten. Ist gar nicht so schlecht. Ja, wird nicht annehmen. Machen wir da mal ein Bündnis. Dann. Die ist schon verlobt, okay. Und die Margarete. Ja, komm. Ist okay. So. Er belagert Augsburg und ich belagere hier. Wer ist schneller? 478 478 4891 1 1 Ich bin schon weiter und ich bin schneller. Das müsste gehen. Es wäre halt cool, wenn seine Armee jetzt mal sich wohin bewegen würde, aber die machen gar nichts. Das ist richtig bescheiden. Bündnis und meine Tochter. Boah, die ist so durch, die Frau. Adelheid. Adelheid ist schön. Ein Verlöbnis, okay. Ist ja die Frage, ob die das jetzt kriegen oder nicht, ne? Sei gegrüßt, Verlöbnis, ja, Gönnung. Er setzt Zeugs ein, ich soll in einem Krieg kämpfen. Von ihm. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Der hat 240 Truppen. Der hat 34. Der hat 4. Ja, easy. Klar. Natürlich nehmen wir das an. Jetzt habe ich jetzt die Frage, ob ich hier irgendwas schaffe oder. Warte, warte, warte. Wie lange braucht denn das hier noch? 31 Tage. Und wie lange geht mein Söldnerquatsch noch? 29 Tage. Ist das dein Ernst? Boah. Das geht nicht raus. Maximal verbleibend 31. Komm schon, das wäre bitter. Könnte aber passieren, ja. Ich verliere das da unten. Ich verliere Augsburg. Och Leute. Und der läuft nicht, der steht da nur rum. Und chillt.
da komme ich auch nicht mal rechtzeitig hin. Dass der so aufholt. Ah, jetzt da. Okay, okay, okay. Hab mich schon gewundert. Okay. Belagerung Gefangener. Gut. Dann sollte ich jetzt gucken, dass ich nach Augsburg komme. Obwohl, das werde ich nicht mehr hinkriegen. Vielleicht komme ich da noch rechtzeitig hin. Söldnertrupp entlassen. So, können wir irgendwo hinmarschieren? Das ist die Frage. Das ist jetzt die große Frage, weil Augsburg fällt halt jetzt auch gleich. Halt, warte! Erzwingen, Krieg beendet. Oh, das war so knapp, Mann. Okay. Das war sehr knapp. Okay, das war super knapp. Gut, aber wir haben es geschafft. Nice. So, und hier kämpfe ich noch. Na? Ich glaube schon, ja. Okay, schauen wir mal. Das heißt, ich könnte eine Armee ausheben. So. So, Ingolstadt gehört jetzt mir. Das muss ich mir unbedingt wiederholen. Aber das machen wir gleich. Jetzt chillen wir erstmal. Ich habe auch Gold. Passt. Ich könnte mit dem Gold. Ich befehle Armee. What the frick? Nein. Blutlinienstärke. Königreich gründen kann ich gerade auch nicht. Kriegerorden. Irgendwas wiederherstellen. Geht alles nicht. Ritter einladen. Hm. Stimmt, ich wollte mal gucken. 16. Wie alt ist der? Ne. Wie viel will denn der? Für einen 20er? Ja, komm. Für einen 20er ist okay. Wie viel will der? 25. Der ist halt schon alt. Das machen wir wann anders nochmal neu. So. Wo ist jetzt hier dieser Kampf? Der greift an, und zwar den da. Lothringen. Dann müssten doch hier in Lothringen lauter Armeen sein. Sind sie nicht. Wo sind denn meine Armeen? Oder verbündete Armeen? Nirgends. Hallo? Da unten ist eine Feindarmee? Ist der denn? Der ist es. Der kleine Typ da. Nee. Ist doch nur ein Überfall. Anspruch auf welche Grafschaft? Da unten. Aha. Okay. Warte mal. Und die haben kaum Truppen. Ja, dann kann ich ja da runtergehen, ne? Und mir Zeugs holen. Das da zum Beispiel. Dauert 2 Monate. Okay, wie lange dauert es hierhin? Auch 2 Monate. Fünf. 33. 33. 5. 17. 17, 17, 4, 4, 5, 21? Ja, aber das kann ich nicht einnehmen. Doch, vielleicht schon. Schauen wir mal. So, Augsburg. Wieso ist hier schon wieder... Ne, das Kaufbeuren. Grünes Land, Höfe und Felder. Das macht Sinn. Das macht immer Sinn. Höfe und Felder zu bauen ist immer gut.
So, und in Augsburg. Ah, hier ist Zeugs günstiger, schaut's mal. Ja, grünendes Land fände ich nicht schlecht, ne? Muss ich mal schauen, wann ich das bekomme. Wann kann ich denn wieder Geld abbitten? 14. Das wäre mal wichtig. Warte, 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 warte. Ich brauche ja diese Armee gerade nicht befehligen, ne? Befehlshaber, das machst jetzt du. So. Der ist eh schlecht im Kämpfen. Der ist super schlecht im Kämpfen. Ich muss mal gucken, weil ich habe aktuell wenig Ritter, dass ich die Leute, die Vasallen sind zum Beispiel oder in meinem Rat sind, dass die nicht unbedingt kämpfen. So, dann wird der doch rekrutiert, macht ja auch Sinn. Gut. Was wollte ich jetzt? Ich wollte eine Jagd gibt mir Prestige. Ja, ist okay. Gut, einen Arzt suchen können wir dann bald machen. Und ein Festmahl sollte ich auch irgendwann machen. Okay. Da kommt eine kleine Armee. Vielleicht kann ich die hier abfangen. Brauche ich aber nicht. Eine Jagd, okay. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten, vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Werden groß, aber so gewaltig. Hirsche wahrscheinlich, keine Ahnung. Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauert die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. Diese Beute wird mir einen guten Preis erzielen. Ich werde aus der Wunderschöpfung schon fertigen lassen, wie man Vasall bekommt. Ich lasse das Tier ausstopfen und den Papst schicken. Okay, entweder der von Alpsee. Graf Hugbert. Davon habe ich aber nicht viel. Den Papst. Das wäre nicht schlecht. Aber der ist schon alt. Der wird bald sterben. Was soll ich da machen? Na, ist nicht so wichtig. Ich nehme jetzt mal das Geld. Ist okay. Ich meine. Aber ich habe. Ja, gut, ich habe Frömmigkeit. Vielleicht hätte ich das. Hätte ich doch die. Warte mal kurz. Muss den Teppich verschieben. So. Vielleicht hätte ich doch die Frömmigkeit nehmen sollen, um Anspruch zu erbitten, dass ich sagen kann, hey, ich könnte hier den Anspruch erbitten. Er wird nicht annehmen, wegen Meinung. Ich habe tugendhafte Eigenschaften, aber Herzog Engelbert hat auch tugendhafte. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber vielleicht kann ich mir später andere Grafschaften holen. Ihr könnt Kriege erklären, wenige Ritter, niedrige Gemeindenkontrolle in Ingolstadt. Dann sollte ich gucken, dass der Rat erstmal muss ich irgendwo Kultur fördern. Hier macht Sinn. Mehr Kontrolle in Ingolstadt. Der macht Anspruch auf Gemeinde fingieren. Könnte ich machen. Aber Burgau gehört schon. Also, na, das ist halt gehört meinem Halbbruder und Vasall, glaube ich. Oder ist das ein Vasall? So, keine Ahnung. Mächtiger Vasall, Feudal, Republik. Oh. Ja. Na gut, das gehört halt irgendwem, ne? Die Steuern sind halt eher so. Man kriegt halt mehr Steuern, wenn man selber Steuerzeugs hat. Also das Ding da oben zu verlieren hat weh. Das sollte ich mir auf jeden Fall wiederholen. Und den Rest, boah, muss ich halt mal sehen. Na? Das ist jetzt alles nicht so einfach tatsächlich. Ja, der wird den Anspruch nicht stattgeben. Dem würde er annehmen. Für ein bisschen Frömmigkeit. Der ist auch nur mit dem verbündet. Das sind 800 Truppen. Ja, ich habe halt wenig Prestige. Das ist das Problem.
Wem würde er stattgeben? Der hat nur 500, aber der ist... Ja, okay, das ist ja in Ordnung. Gib mir mal den Anspruch, bitte. Ich muss ja jetzt gucken, dass ich irgendwo Ansprüche bekomme, ne? Nördlingen. Kann ich mir Nördlingen holen? Ihr denkt bereits in Forschung. Ja, machen wir weiter. Ich möchte mehr. Ich habe eure Bitte nachgedacht und habe entschieden, euren Anspruch anzuerkennen. Da Graf Erich nur ein Kind ist, seid ihr durchaus im Recht, dort einzugreifen. Sehr schön. So. Diesen Anspruch habe ich jetzt. Was mit Grüningen? Den Anspruch kriege ich halt leider nicht, ne? Anspruch erbitten. Ich könnte halt sagen, ja, aber ich möchte das. Ich möchte das zurückhaben. Möchte ich halt wirklich. Rückkehr aus der Wildnis. Ich erhalte Prestige. Danke. Das ist gut. Gesetz verabschieden. Vasallen können entzogen werden. Titel können aberkannt werden. Herrscher können zwischen verfügbaren Nachfolgerechten wechseln. Ich verabschiede jetzt erstmal dieses Gesetz. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Hätte ich da vielleicht gucken soll, dass die... Ne, die ist bayerisch, das passt. Die ist fränkisch. So. Ein Arzt suchen. Kann ich auch. Der Bürgermeister. Ja, aber der kann nichts. Das ist das Problem. Warte, der Bürgermeister kann nichts. Dann wird er Ritter. Der kann nichts. Bürgermeister, leck mich. Wo ist er? Der wird Ritter. Krieger erklären. Herzog von Schwaben, weil ich Anspruch auf Württemberg habe. Auch sehr interessant. Okay. Kostet mich aber sehr viel und ich bin unterlegen. Schlechte Idee. Oder Herzog Engelbert. Ja. Genau. Diesen Krieg könnte ich machen, aber ich bin unterlegen. Das ist das Problem. Ich habe diesen Anspruch, aber ich bin unterlegen. Der hat mehr Ritter, der hat mehr Zeug. Das ist doof. Das macht's schwierig. Warte mal, kann ich... Wie ist denn das jetzt mit dem Gesetz? Ist das jetzt durch oder nicht? Titel können aberkannt werden. Vasallen können entzogen werden. Tyrannei. 80 Meinung. Oh. Ist nicht gut. Hofarzt. Wen haben wir da? Die ist zwar Arzt. Der ist besser. Der scheint mir besser zu sein. So, wen habe ich noch in meinem Kerker? Einige. Der kann ein bisschen was. Der Ich habe ein Druckmittel gegen König Karloman erhalten. Okay. Der kann nichts. Die kann nichts. Die kann nichts. Die kann was.
Die ist saustark. Schaut's mal. Die ist Kräuterkundler und Arzt. Hallo? Uff, das hätte ich viel früher gucken sollen. Naja gut, so ist es halt jetzt. So, da wird jetzt belagert. Das passt soweit. Ja, das ist zwar schön, aber warte mal. Nee, die kann doch nichts. Wo ist denn die, die ich freigelassen habe? Die da. Als Hofarzt einsetzen. Sorry, aber die ist einfach tausendmal besser. Die ist wirklich gut. Gemeindekontrolle. Ja, das mache ich ja schon, ne? Bin ja schon dabei. Hier Ansprüche, der fingiert jetzt nichts, der macht ein bisschen Geld. Der macht das und der macht das, genau. So, du könntest mal Komplott unterstützen. Ich sollte gucken, dass ich... Der hat kaum noch Truppen. Da hat er kaum noch Truppen. Der ist stark. Wie sind die denn zusammen? Das ist das Problem. Ist da unten. Ja, die ist stark. Wenn die nicht wäre. Wie sind denn die verbündet? Durch Heirat von Irmingard und Graf Tancred. Mitfühlen und ehrlich ist, ja. Das ist nicht gut. Die sind so jung. Scheibenmist. Ja. Was kann ich denn da machen? Das ist bedauerlich. Warte mal, wenn ich mit dem... Anderer Glaube. Ah. Ich habe halt keinen Sohn und nix, ne? Nee. Schade. Okay, ja, muss ich mal gucken. Ist ein längeres Ziel, das wieder zurückzubekommen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken.
Na, schauen wir mal. Okay. Fraktion geschaffen, sehr, sehr schön. Na gut, okay. Der hat keine Truppen. Das ist eigentlich easy für mich, aber wegen diesem Verbündeten tut es weh. Er hat nicht viel Prestige. Ich könnte das vielleicht wirklich machen, dass ich sage, hey, ich hole mir diese Herzogschaft. Weil er hat nicht viel Prestige, damit dürfte er Leute nicht reinrufen können. Ich habe Gold für Söldner. Das müsste gehen. Beziehungsweise ich spare jetzt auf Gold. Ich mache das. Ich will das. Das ist wichtig. So, was brauche ich hierfür? Ihr habt unlängst gesteigert. Bla. Das dauert noch 20 Jahre. Ich brauche königliches Vorrecht. Nicht verfügbar für Bayern. Nicht in der frühen mittelalterlichen Epoche. Wie lange dauert denn das noch? Uff. Das wird noch dauern. Na gut. Reich. Domäne. Nein. Hof. Ich würde gerne mal meine Vasallenbande verbessern. Okay, die sind noch hoch und normal. Das ist nicht gut. Ich habe kein Druckmittel. Ich kann das zwar hier machen, wie ich will, aber... Los 03. Ansonsten nur noch 10. Sonst sind 26. Naja, auf die 15. Uff. Okay, der ist ganz schwach. Das ist halt das Ding, ne? Also das bringt mir alles gar nichts. Ist das eine Feindarmee? Oh, das ist eine Feindarmee. Okay. Okay, ja, das ist eine böse Feindarmee. Aha. Die braucht aber ein bisschen, bis er runterläuft. Aber ich muss sie beobachten. Was ist denn jetzt hier mit diesem Kampf, Mann? Ich dachte, es läuft so gut und jetzt irgendwie im Bild. Gefährlich, sehr gefährlich. Wirklich, wirklich gefährlich. Pikeniere. Okay. Belagerung gewonnen. Was hab ich denn hier? Ist gut gegen schweres Fußvolk. Okay. Diese Pikeniere. Hallo, ich würde gerne die Pikeniere anklicken. Gut gegen leichte Reiter und schwere Reiter. Das kostet jetzt keinen Verlust, okay, gut. Er hat nur zwei Ritter drin. Aber ein Wert von 20, ich nur von 17. Das ist gefährlich. Ach ja, ach ja, ach ja. Oh wow! 50 Gold hier.
War's das? Hallo? Ich dachte, ich hätte mehr Gold. Ja, mach mal Gold, Gold, Gold hier, bitte. Hallo. Ich nehme euer Angebot des Lösegelds an. So, was haben wir noch? 10 Gold. Ja, dem Engelbert würde ich gerne den Krieg erklären. Das könnte ich machen, ist gerade aber nicht so gut. Er würde annehmen. Habe ich schon. Okay. Rothenburg. Er würde annehmen. Ja, ja, muss ich ja jetzt nicht, ne? Muss ich jetzt ja gerade nicht. Okay. Also wenn sich hier gerade gar nichts tut, dann haben wir 10 Gold. Okay. Nochmal 10 Gold. Gut. Und nochmal 10 Gold. Okay, okay, okay. Gut, cool, cool, cool. In Augsburg kann ich doch sicher noch was bauen. Grünendes Land zum Beispiel. Das macht mehr Geld und ein paar mehr Aufgebote. Ist nicht schlecht, ne? 50 Aufgebote ist ganz nett. Der steht da nur rum, macht sonst nichts. Das ist ein bisschen wild. Da kommen Verbündete. Ah ja. Gefangene gemacht, dann gehen wir jetzt darüber. Das ist ja nichts wert. Wo rennt denn der lang? Das ist der, ja. Das ist was wert. Hier, die Grafschaft von Trier. Ihr seid das Kulturoberhaupt. Das ist schön. Also ich würde halt schon gern eine mögliche Schlacht in Kretaren. Da machen wir mit. Es gibt ein bisschen Schlachten-Ding. Unser Ritter wurde verwundet. Was? Einer wurde verschlagen? Stand es da gerade wirklich, dass einer unserer Ritter tot ist? Nee, ist nicht. Oder Ratsposten? Ja, passt. Ah, pass mal auf, was ist denn das hier wert? 5. Nee, da gehen wir schon da. Das Ding von Trier hätte ich nämlich gern. So, das belagern wir jetzt. Sollte passen. Hat nur eine Festungsstufe von 3, okay, das. Aber gibt auch viel Beute. Ich hoffe mal, dass der Verschleiß nicht macht, dass meine. Also die Zermürbung, sage ich mal, von 671 geht's runter auf. Hallo? Um 6 Punkte? Ja, aber das sollte reichen. Oh, da kommt ein Lösegeld. Lösegeld? Kann sich die 50 nicht leisten? Ja gut, um das einzige Mal. Ein Arzt suchen brauche ich nicht. Ich habe einen Arzt. Sieg. So. Gold. Belagerung gewonnen. Der mag mich. Der macht Geld, gutes Geschäft, Dankeschön. So, ich hole mir das demnächst. Nach dem Krieg hole ich mir das Herzogtum von Nordgau zurück. Und dann ist halt die Frage, wie ich da künftig mit umgehen soll. Ich habe nicht
das Vorrecht. Gut, es dauert noch 20 Jahre, das ist okay. Aber das brauche ich. Und dann kann ich erst die Erbfolge verändern. Na? Das ist halt die Frage, alle Kinder erben zu gleichen Teilen, alle Kinder erben zu gleichen Teilen, alle Kinder erben. Einzelerbe. Jüngstes Kind erbt, ältestes Kind erbt, ältestes Hausmitglied erbt. Auch interessant. So, da will ich hin. Da möchte ich hin. Zur Primogenitur. Das kostet mich eine Menge Prestige, aber das ist okay. Aber ich brauche eine hohe Lehnsautorität. Das ist die Geschichte hier. So, ich brauche ein oder mehrere mächtige Vasallen mit einer negativen Meinung. Muss weg, okay. Der bayerische Kultur, ich habe nicht die Primogenitur. Nicht verfügbar für Bayern. Nicht in der... Und ich bin nicht in der Spätmittelalter. Also es dauert noch lange. Das wird noch lustig. So, ich schaue mal ganz kurz nach dem... Ich glaube, ich mache die Webcam wieder auf, weil ich will hinten jetzt Licht hochmachen. Ja. Genau. Weil sonst sieht man mich wieder nicht. Ich sollte gleich auch mal gucken, wie spät wir es jetzt haben, weil ich bin schon wieder den ganzen Tag hier am Zocken. Okay, 4 Uhr. 4 Uhr, das ist noch in Ordnung. So. Au weh, au weh, au weh. So, was geht hier jetzt ab? Okay, okay. Okay. Gut, Gefangene freigelassen. Oh, da kommen Gegner. Da Crit. Wow. 4000. Was für eine Armee ist das? Ein Adlerdingsböhmen-Teil. Das hat nichts damit zu tun. 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 Und scheinbar auch nichts damit. Ich weiß nicht, warum die feindlich sind und gegen was die hier kämpfen, aber... Na gut. Okay. So, das sieht hier ganz okay aus. Würde ich mal sagen. Der läuft da rum. Ein scharfes Auge. Hedwig schien unser letztes Fest mal für die Freude bereit zu haben. Sie hörte gar nicht mehr auf, von den edlen Gewändern und den funkelnden und dem funkelnden Gold zu reden, das sie dort gesehen hatte. Sie hält gierig. Diplomatie geht runter, aber mehr Gold. Anspannung. Lüstern. Gesellig. Gesellig ist stark. Ist mir aber egal, soll sie gierig sein. So, ich habe 33 Gold bekommen. Gut, dann kann ich jetzt weitergehen. Hier jetzt 14 Gold. Das kann ich nicht nehmen. 20. Go. Okay. Ich frag mich, wo der halt hingeht. Das ist so strange. Aber okay. Lebenswandel. Vorschlag. Seid gegrüßt, mein wohlmeinender Vasall. Ich hätte gern, dass eure Tochter und Erbin einem äußerst begabten Vormund. Sie verliert euch als Vormund? Nee. Sorry. Also, bei aller Liebe? Nee. Kann ich den ändern? Nö. Familie. Das ist zwar schön, aber ich behalte mein Kind lieber bei mir. Danke. Was für Komplotte schmiede ich denn eigentlich gerade? Gar keins. Das ist ganz schlecht. Ich sollte gucken, dass ich dich beeinflusse. Warte, warte, warte. Gibt's hier Liebesdinge? Prestige haltet. Seelengefährte. Verkehr. Okay. Ja, lass mal mit ihr verkehren. Ich brauche Kinder. Ich brauche viele Kinder. Bin schon 44. Braucht Kinder, ist gerade ganz wichtig. Festmahl. Könnte ich machen. Ich habe aber gerade keine Anspannung. Und das braucht's gerade nicht. Ich könnte ihr einen Vormund vorweisen.
Eine Gattin. Oh, wieso nicht? Mach das doch mal. In Ingolstadt, aber da kümmere ich mich doch schon drum. Genau. Als Gegner, Verbündete, wie auch immer, neutral, neutral. Ist ziemlich egal. So, der hat immer noch hier Verbündete. 1400 Truppen. Ich habe nur 600. Ich habe zwar auch Verbündete. Ne? Den da, der sehr stark ist. Den da, der auch sehr stark, aber ich kann sie nicht rufen gerade. Das ist das Problem. Ich kann sie gerade nicht wirklich rufen. Weil mir das Prestige fehlt. Euer Bruder hat die Nebenlinie Kempten-Grüningen geschossen. Spinnt der? Ist nicht gut. Der will sich wirklich loslösen. Ah, ich habe drei Titel, der hat drei Titel. Ich brauche dieses Herzogtum. Das ist wichtig. Ich muss mir das unbedingt zurückholen. Werde ich auch. Werde ich auch. Auf jeden Fall. Ich bringe jetzt diesen Krieg zu einem erfolgreichen Ende. Zumindest ist das mein Ziel. Komm schon, komm schon. Was geht denn jetzt hier ab? Werte des Ehepartners. Graf Werner ist ungültig. Bertrand Stalin. Bündnis ausgelaufen. Werner. Ah, Salian. Stalin. Lol. Das ist der gleiche. Graf Werner. Ja. Aber ich habe das Bündnis gleich wieder erneuert. Passt. Ist in Ordnung. Halte ich denn irgendwas? Kriegspunkte durch Besetzerbriefe. Besetzt Grafschaften. Kriegspunkte durch Gehalt. Angreifer kontrolliert Kriegsziel. Das Kriegsziel ist die Grafschaft. Stadt, die gehört uns. Die kann nicht gekontert werden. Ja, perfekt. Okay. Hat diplomatische Expertise bekommen. Das ist nice. So, wo hilft die mir denn? Höfische Politik, die hilft mir allgemein. Das ist nicht schlecht. Sie könnte mir aber viel mehr hier helfen. Also das ist schon höfische Politik. Ja. Gut. So. Das sieht jetzt natürlich schlecht aus, aber das wird schon noch werden. So, jetzt gibt es hier erstmal Geld. Sehr gut. Und dann gehen wir hoch. 5. 10, 17, 17, 16. Das kann man, glaube ich, nicht einnehmen, oder? Das ist eine Stadt. 5. Städte kann ich nicht belagern. 5. 17. Ah, das geht aber wieder nicht. Weil es ein Fürstenbistum ist. 17, 16, 17. Naja, gut, dann gehen wir halt noch hoch. Und holen uns das dann noch. Die Baronie hier oben. Sieht eh gut aus. So. Lösegeld? 100. Ah ne, das ist der, der für Frömmigkeit mir Geld gibt. Ja, genau, genau. Ich kann Krieg erklären. An Herzog. Komischer Typ. Graz. Ich könnte Graz bekommen. Okay. Wie teuer ist es denn eigentlich? Nordgau. Das ist günstig. Das ist ziemlich günstig. Und ich habe schon wieder Gold, 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 Gold. Das sollte ich jetzt warten lassen. Ich sollte es wirklich warten lassen. Ich muss mir das holen. Der hat 300 Truppen. Es ist schade, dass ich nicht sehe, was ich für Truppenansprüche bekomme. Beziehungsweise ich meine, was ich... Hey, ich habe doch eine Familie gemacht. Erstmal. Was ich für... Wie teuer es ist, einen Verbündeten in den Krieg einzuberufen.
wenn ich diesen Krieg erklären würde. Das ist das, was ich noch ein bisschen schade finde. Ich würde ihm gerne den Krieg erklären und dann Verbündete anrufen. Aber naja, schau mal. So, das dauert jetzt noch ein paar Monate. Dauert das niemals noch schnell? Was haben wir hier? Ein offenbartes Geheimnis. Okay, da ist irgendwas passiert. Okay. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, dies unanfechtbar zu beweisen, hat Emir Jakub von Jakubit Beweise vorgelegt, dass Adeleisa nicht die Tochter jener Person ist, die man bislang für den Vater hielt. Arkon Gubleno von Sardinien. Das ist doch ewig weit weg, oder? Das ist ewig weit weg. Okay. Jemand anderes ist für diese Zeugung verantwortlich. Thomas, Ratsmarschall von Arkon Gubleno von Sardinien. Hä? Thomas. Ratsmarschall, okay. Wie konnte meine eigene Schwester uns das antun? Adalaser jedoch trifft keinerlei Schuld und doch könnte sie möglicherweise jemand meinen. Der mag mich nicht. Ist voll egal. Okay. Ist relativ egal. König wird Herzog wird angegriffen. Was soll das denn? Ist der König so schwach? Ja, aber der hat doch Verbündete, oder? Geht so? Geht so? Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, Feindarmee, das Königreich zu bekommen. Ja, 2000 Truppen, vergiss das. Es sah nur gerade so schwach aus, ist es aber gar nicht. Weideland in Augsburg fertiggestellt. Was kann ich in Augsburg noch bauen? Etwas Ungewöhnliches. Ja, genau. Jeder kann ein Zeichen der Zuneigung kaufen, sei es nun groß oder klein. Wenn ich Herzog Lanrim beeindrucken möchte, sollte ich ihr etwas wirklich Besonderes besorgen. Wie ist die denn? Die ist rückgratlos und ein Eiferer. Sie ist ruhig, geduldig und feige. Sie ist relativ belesen. Ein Taschentuch mit meinem Wappen. Eine Rose. Buch. Sie ist ein Genie. Sie ist ein Bastard, Flagelland und verwundet. Wolfspelz. Ein seltenes Buch. Liest die denn gerne? Sie ist ein rückgratloser Eiferer. Sie ist feige. Sie ist geduldig. Ich glaube, das mit dem Buch ist ganz gut. Keine Ahnung. Kein Plan. Was weiß ich? An den unversöhnlichen Stefan. Herzlichen Dank für euer Geschenk. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal. Der wunderbar. Ja, schön. Schön, 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 schön. So. Was haben wir hier? Mündel profitiert von Unterweisung. Okay, das ist gut. Da kommt eine Armee, aber ich bin stärker. Glaube ich. Schauen wir mal. Kempten-Dynastie, weithin bekannt. Das ist schön. Okay. Okay, da ist eine Feindarmee, aber die macht auch nichts. Der hat 6, ich habe 17. Die könnte ich crushen, aber das gibt kein Geld und nichts. So. Wir müssen es doch jetzt gleich haben, oder? Ja, boah, der Belagerer aber sehr schnell. Holy moly. 1-2 immer? Ja, 1-2. So. Und damit ist es durch, der Krieg. Wir haben viel Geld gemacht, Belagerung gewonnen. So, Armee auflösen. Aufgebot um 5 Feinkerl, weshalb länger dauert. Okay. 5 Monate oder ich renne hierhin und brauche 2 Monate. Ja, das ist besser. Willkommene Verwaltung. Grafschaft hat Volksmeinung. Okay, das ist gut. Das ist nice. So, die rennen jetzt heim. Und dann schaue ich mal, ob ich hier Krieg machen kann. Na, das wäre schon wichtig, dass ich mir das zurückhole. Es tut mir leid, weil Kempten, Grüningen, was soll denn dieser Schwachsinn? Macht er da einfach so einen eigenen Quatschkram?
Wir haben den blabla angeführten Krieg gewonnen. So, ich erhalte 15 Prestige. Und er erhält Meinung von mir. Das ist gut. Rechtmäßiger. Ah, das hätte ich mir anschauen wollen. Na gut, also das machen wir jetzt nicht. Wir warten jetzt. Habe ich noch irgendwas in meinem Kerker? Ja. Aber der ist, wie lange ist der schon da? 8 Monate. Was kann der denn? Nicht wirklich was. Hol man mal an meinen Hof. Ist ja egal. Die kann nix. Aber. Oh, ich verliere Schrecken. Schrecken ist gut. Schrecken ist schon ziemlich gut. Das soll ich nicht einfach wegschmeißen. Die ist auch so semi. Wahnsinnig. Oh mein Gott. Pech gehabt. Würde das nicht akzeptieren. Ja, weil sie halt nichts wert ist. Whatever. Ne? Sind nichts wert. Was will man machen? So. So, kommen Armeen mal zurück. Das wäre sehr schön. Mündel profitiert. Ausbildungsschwerpunkt. Okay. Ketzerei. Mann der in Angria. Herzog Gewert aus Angria hat der Welt verkündet, dass er und seine Vasallen zum mandäischen Glauben konvertiert sind. Okay. Alles böse. Gut, dann brauchen wir es nicht. Auflösen. Tschüss. So. Easy. Der Krieg ist vorbei. Jetzt warten wir noch, bis das nächste Jahr anfängt. Okay. Graf Landfried. Der kämpft in einer Schlacht. Er verteidigt gegen ihn. Und zwar worum? Um die Grafschaft von Eichstätt. Okay. Hier ist der Deal. Dieser Typ hat kaum Truppen. Wenn ich ihm jetzt den Krieg erkläre. Titel beanspruchen. Was passiert denn? Erhält einen fallengelassenen Anspruch auf Herzogtum von Nordlauf. Ich habe bereits Anspruch auf Grafschaft von Baden. Okay. Krieg erklären für das Herzogtum von Nordgau. Ja, das sind unsere Verbündeten, die halt stark sind, nicht wir. Soldatengesamtaufgebote. Ich habe so wenig Aufgebote aktuell, deswegen. Aber das ist okay, der verteidigt jetzt und dann hole ich mir den ganzen Bums. Na? Oder er verliert und ich rette ihn und dann mal gucken. So, die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende und die für den Abend vorgesehene Unterhaltung schien vorbei, als Herzogin Landina eine Lesung vorschlug. Okay, ein Schreiber ist zur Stelle und fragt, was sie gern hören möchten, die Gäste. Okay. Gehemmter Umgang. Nicht so gut. Okay. Etwas Frommes. Sie will auf je. Nee, 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 die will was Frommes aus den Heiligen Schriften. Als Erschreib scheint er wie gebannt. Eine hervorragende Wahl, Stefan. Sehr schön. Ich will halt mit dir schlafen. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. So, der braucht seine Verbündeten. Wie schaut denn dieser Krieg aus? Nicht so gut. Das ist sehr even. Ich muss auf jeden Fall verhindern, dass dieser Herzog Eichstätt bekommt. Deswegen werde ich im Notfall eingreifen, aber nur im Notfall. Und nach der Schlacht, weil der hat schon einiges an Prestige bekommen jetzt. Das wird er wahrscheinlich bald einsetzen müssen, um Verbündete zu rufen. Mal schauen. Ne? Die sind schon dabei. Der hat 500 Lohnritter, der hat 500 Ritter. Der hat 1400.
und Ritter und Dings, das ist schon krass. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich bin jetzt sehr gespannt, was hier alles los ist, ne? Nüsse, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hingegen schon. Ich könnte ihm halt anbieten, am Krieg beizutreten. Nähert sich einer Freundschaft an. Tritt Krieg bei. Welcher ist denn das? Der Befreiungskrieg. Der da greift an. Der da oben. Okay, der will frei sein. Ich sollte vielleicht mal warten, ne? Und nicht sofort wieder Krieg, Krieg, Krieg machen. Es wäre vielleicht gut, wenn ich gerade mehr Aufgebote bekomme. Aufgebotsgröße, Garnisonsgröße und Verstärkungsrate. Unterhalt geht runter. Ja, der ist verletzt. Der macht noch 8 Monate lang hier das. Aber das passt schon. Mach du das mal. Ja. Die Kontrolle in Ingolstadt ist fast gut. Die wird schon noch besser. Das wird schon noch von alleine besser. Hier wird gekämpft. Das sieht nicht so gut aus. Die Pferdarmee. Nee, das ist so ein Drachending, ne? Ja, so ein Drachenteil. Ist verbündet. Ja, dann schafft er das schon. Da brauche ich nicht eingreifen. Das Ding ist bei diesem Befreiungskrieg, ne? Der da. Da könnte ich zwar hier hin. Nürnberg ist... Nein, ich möchte wissen, was Nürnberg wert ist. 19 wert. Das ist 17 wert, das ist 11 wert, 26, das ist schon Gold wert, aber ich warte jetzt lieber. Ganz im Ernst. Da kommen jetzt hier Armeen, die kämpfen da, da wird jetzt rumgekämpft, jetzt zieht sich zurück, aufgehoben, dann verfolgt er den und so weiter und so fort. Ja. Der hat wirklich Verbündete, hat, ne? Der hat Prestige gehoben, bla bla. Mit dem Krieg zu führen wird gefährlich, weil ich kann das natürlich machen. Lol. An meinen Vasallen. Ratseinladung. Nice. Ich bin im Rat als... Oh, ich krieg Geld. Es läuft, Leute. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist richtig, richtig gut. Okay. Da sind 1900 Truppen. Da sind... Das gehört doch alles zu dem, oder? Ne, die roten Greifen gehören zu ihnen. Okay. So. Hier ist der Catch. Die Armee ist low. Kann ich 200, 300. Aufgebote sind gerade ein bisschen klein, aber das geht. Ritter sind ein bisschen klein, aber das ist auch nur Söldner. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Ich kann mir hier Mietklingen holen. Die sind teuer wie Sau. Ah gut, das sind Reiter. Reiter sind gut gegen Bogenschützen. Und die sind sehr stark. 300 Reiter und normal Aufgebote. Flammentrupp. Ich habe voll Flammentrupp gesagt. Das ist ein Schwachsinn. So. Ja. Ich bin so... Ich habe so Lust. Ne? So Lust.
Was geht denn hier eigentlich ab? Lustig? Warte, warte, warte. Ich könnte doch Rotenburg holen, ne? Aber das ist doof. Das ist super dumm. Das ist auch dumm. Warte. Ja, nein, ich will ja nicht ihm den Krieg erklären. Spinnst du? So, also die Sache ist, hier ist Krieg. Bei mir. Komplett. Boom. Ich könnte dort eingreifen, dass ich sage, ich heb eine Armee aus. Mach Stress. Wenn die sich kloppen, dann greife ich ein. Ich weiß nur nicht, ob ich dann... Ich sollte es versuchen. Wisst ihr was? Trial and Error. Warte mal. Ich bin nicht in dem Krieg. Ich mach dem jetzt den Krieg erklären. Ansprüche an das Herzogtum. Ihre militärische Stärke ist unterlegen. Tschüss. So. Die sind böse, die nicht. Auch interessant. Der da ist gerade nicht, aber der wird noch böse. So. Ich möchte Verbündete einladen. Wie mache ich das denn außerhalb von diesen Anliegen? Gibt es hier ein... Anscheinend nicht. Warte, warte, warte. Kann ich hier nicht sagen? In den Krieg rufen. So geht das. Genau. So. Das kostet eine Menge Prestige. Für 1200 Truppen. Okay, wen kann ich denn alles in den Krieg rufen? Ihr könnt das Hausmitglied in den Krieg rufen. Das machen wir auch. So. Verbündete. Dieser Graf, der macht bitte mit... Wo ist denn der? Da oben. Hat gerade keine Kriege. Du hilfst mal mit. Du machst mit. Heckelsohn, der ist ein bisschen teuer. Geht nicht. Okay, aber wenn die annehmen... So, hier wird jetzt erstmal, beziehungsweise, doch, hier alles ausheben. So, auch meine Ritter. Ich bin der Befehlshaber und ich habe Ritter. Zack, zack, zack. Der wird gezwungen. Nee, der wird gezwungen. Der mächtige Vasall, der komplett doof ist. Okay. So, ich habe jetzt hier 1000 Truppen. Dann rennen wir da schon mal hin. Weil die machen mir gerade keinen Stress. Ausgezeichnet. An meinen wohlmeinenden Stefan. Gut. Damit sind wir dem Krieg schon mal deutlich überlegen. Ja, jetzt wäre die Frage. Ich will wissen, der hat 4, 4, 5. Ob der Prestige ausgeben muss, wenn er... Verbündete holen möchte. So, der zieht sich zurück. Der wird da geschlagen. Da ist noch eine böse Armee. Verbündeter tritt... So, der Feind tritt bei. Hier, Verbündeter tritt bei. Graf Trunket. Okay. Treuer Onkel. Blablub. Graf Trunket. So, jetzt ist der auch böse. Aber das ist noch nicht schlimm. Die Frage ist, ob das ihm Prestige kostet. Sieht nicht so aus, weil der Graf ist, keine Ahnung, Lehnsherr, verheiratet mit ihr. Das ist sehr seltsam. Solange der keinen Stress macht, ist alles gut. Ja.
Verbündet. So, jetzt ist der dabei. Jetzt ist der beigetreten. Kostet ihm wohl kein Prestige. Schade, dass die, dass das für die KI nicht zählt. So, jetzt wird's knifflig. 2000 gegen 3000 Truppen. Da kommen schon Verstärkungen. Trotzdem denke ich, ich habe hier nur 1000. Na, schauen wir mal, ob es notwendig sein wird. Die hauen ab, die kommen. Da kommt eine böse Armee. Es wäre halt cool. Warte. Ich sollte mir die Söldner holen. Sicher ist sicher. Ich hole mir jetzt hier die Reiter. So. Und stell die mit hoch. Krieger klären, ihr seid verschuldet. Ja, das ist so. Go. Warte mal, die läuft dahin. Mögliche Schlacht in 14 Tagen. Das wäre gut, wenn ich die Armee einmal crushen könnte. Reiter sind schnell. 9 Tage, 5 Tage. Warte. Keine mögliche Schlacht mehr. So vielleicht. Das, da halte ich ihn fern von. Der geht runter, der geht darauf. Das Ding ist, der kämpft halt jetzt in 2 Kriegen. Ja, das ist schon fies. Aber so läuft es halt. So, der braucht noch... Der steht da. Ich bin in 9 Tagen da. Der kommt nicht mehr weg. Mögliche Schlacht. Die Chancen sind ausgeglichen. Okay, pass auf. Das ist jetzt gefährlich. Der braucht 10 Tage hierhin. Ich brauche 6 Tage dorthin. Der hat 4 Ritter, ich habe 2. 21 gegenüber 20. Reiter. Ja, aber das schaffe ich doch easy. Also bei aller Liebe. Meine geliebte Gemahlin. Die Dienstboten wurden entlassen, unser Bett prächtig dekoriert. Als Herzogin Landia unser Gemächer betritt, lächelt sie verschmitzt, bevor sie ohne Zögern zu mir kommen. Mit Hilfe von Händen, Mündern und Gliedmaßen bestätigen wir die Hingabe, die wir vor uns von den höchsten Mächten geschworen haben, auch auf möglicherweise fleischlicheres Zeug. So, wird Affäre. Ihr habt sie beschlafen. Sie erhält Meinung und das... So. Wird meine Affäre. So, dann go. So, dann... Ich habe sie jetzt beschlafen. Das ist gut. Der gute... So, das ist wichtig. Ich sollte versuchen... ihn zu beeinflussen. Unwahrscheinlich, dass es klappt, aber ich sollte es versuchen. So. Die hauen ab. Die hauen ab. Warum der jetzt ein Feind ist? Na gut. Aber der kämpft ja in 2 Kriegen. Der kämpft ja hier, in diesem Krieg, gegen... Kreuz, weißes Ding und blablablub, wo er ausgeglichen ist, aber dann muss er hier noch kämpfen, na, wo es halt nicht so gut für ihn ausschaut. So, 2 Tage, der steht da, den kann ich also besiegen. Das ist gut. Mal sehen, was der Wurf sagt. Ah, Schulden macht minus 10, das ist böse, okay. Ist gut, wie das gebalanced ist. Minus 23. Der Schaden des Feindes steigt um 46%. Das ist krass. 2,15. 6,18. Boah, das ist schon Schaden, ne? Aber es geht. Gewinnt. Auch wenn es teuer ist, aber ich gewinne. Ist okay. Jetzt hat hier so viele Feinde. Aber die sind auch nochmal untereinander befeindet. Das verfeindet. Deswegen, da muss ich echt gucken, wie das genau läuft. So. Die Schlacht wird jetzt vernichtet. Ende. So. Ich gehe mal Richtung Augsburg, würde ich sagen. Oder gehen wir erstmal hoch. Komm. Gehen wir erstmal hoch.
Hallo? Hallo? Läufst du noch oder? Der braucht 4 Tage. Uff, das schaut jetzt ein bisschen komisch aus. So, die Armee ist komplett tot. Die ist auf Superflucht. Ich frage mich, wie eine Schlacht ausschaut, wenn 3 Leute kämpfen. Aber wahrscheinlich wird es dann hintereinander abgehandelt. Der haut jetzt woanders hin. Okay, das ist gefährlich. Ja, ja, komm mal lieber mit. Lass uns hier diese Eichstätt holen. Eichstätt ist das Hauptsitzgebäude. Das sollten wir holen. So, das Lustige ist, der ist mein Feind. Ich weiß aber nicht warum. Weil hier hat er nichts zu suchen. Wahrscheinlich ist er mein Feind, weil wir um den gleichen Scheiß kämpfen. Aber das ist halt irgendwie strange. Na gut, kommst du mit, bitte. Weil ich habe ja mit diesem Haus. Okay, mit dem Haus habe ich Krieg. Aber mit dem hier zum Beispiel dürfte ich doch keinen Krieg haben. Nö, wir sind nur im Krieg. So, der will die Grafschaft von Eichstätt mit einem schwäbischen Anspruch. Und ich will das Ding halt. Ich will nicht die Grafschaft. Ich kämpfe um das Herzogtum, wo alles dabei ist. So. Das hätten sie ein bisschen besser machen können, weil ich meine, es ist eine Feindarmee, ja, aber aus anderen Gründen. Schaut mal, was hier gekämpft wird, Alter, Mittelalter. Puh. Schlimm. So, das gehört gleich uns. Die Schulden sind nicht so geil, aber das macht nichts. So. 4 Gefangene. Und Ende. Das war's. Forderung erzwingen. So sei es. Okay. Dann. Gehört das alles wieder uns. Richtig? Mir gehört dieses Herzogtum. Ja. Ja. Okay, mein Lehnsherr. Was würdet ihr davon halten, wenn ich euch ein bisschen helfe? So. Weil ich habe hier noch Truppen übrig und die sollte ich benutzen. Das wäre wichtig. Okay, Baronie von Nürnberg. Ist das ein Feind? Ja, sieht so aus. Dann sollte ich mir diese Baronie wohl holen, oder? So, die andere Armee, die sich jetzt da drunter versteckt. Diese Armee läuft jetzt hierhin. Genau. Gut. Weil mit dem bin ich ja im Krieg, ne? Das ist ja jetzt hier dieser Krieg. Genau. Schön. Lösegeld. 10 Gold. Gönnung. Ingelgard. Lösegeld. 10. Mach mal. Na? Kann ich beides machen? Nee. Gib Geld. Gib Geld. Gib Geld. Gib Geld. Komm schon. Geld, 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 Geld. Verbrecher können eingekerkert werden. 100%. Was bringt das? Ich erhalte Anspannung, weil ich mitfühlend bin. Niedrige Geburt. Was bringt mir das dann? Klar, ich hab sie, ne? Aber die mag mich, das ist voll egal. So, 2 Vasallen erwarten Ratsposten. Einmal der da, der Graf Landfried. Das ist ein geschickter Kämpfer, ein geschickter Ritter. Ist das jetzt wieder mein Ritter? Ja. Und dem gehört auch etwas.
Passau darf der haben. Dem gehört Hohenburg. Der ist sehr gut, so, jetzt lass mal gucken. In Kriegsding. Dann kriegst du jetzt das da. Zack. Zack. Ein anderer mächtiger Vasall verlangt Ratsposten. Gräfin Sophia Parsberg. Uff. Graf Stefan. Das war der Superritter von mir von damals. Wisst ihr noch? Ränkespiel. Ja, die ist mit 24 ultra gut. Einsetzen. Klar, dem gefällt es nicht. Kann ich den Graf Hubert? Kann der was anderes? Nein. Der hat zwei Titel. Ja, aber dann hat er Pech gehabt. Sorry. Ist halt so. So. Habe ich hier einen besseren? 11. Nö, dann nicht. Habe ich hier einen besseren? 17. Der ist kein Dings. Das ist ein Vasall. Graf Engelbert. Bruder. Habe ich gegen den nicht Krieg geführt? Kann sein. Und Freund von uns. Du darfst bei mir im Rat kämpfen. Also, Zeugs machen. So. Und sie hilft mir. So wie es ausschaut. Ränke spielen nicht ganz schwach auf der Brust. Das ist leider einfach so. Aber das würde schon passen, würde ich mal sagen. Verlobte können heiraten. Dann macht es einfach mal. Dankeschön. Ausgezeichnet. Bündnis oder was auch immer. So. Gut. Sieht gut aus. Ich mache jetzt noch eine halbe Stunde und ich glaube, dann mache ich für heute Schluss. Frömmigkeit sieht okay aus. Das mit dem Selbstmord ist so strange. Aber lustig. Festmahl, nope. Pilger, nope, nope, nope. Königreich. Ich könnte ein Königreich gründen. Wie heißt das dann? Weiß keiner. Cool. Sondergebäude, okay. Hedwig wird erwachsen. Sie erhält fähige Taktikerin und leichtsinnig. Naja. Okay. Das ist in Ordnung. Gut. Also, ich möchte schon wissen, was da passiert, wenn ich das machen kann. Das wäre sehr interessant. Ritter einladen, das geht noch nicht. Aber ich habe jetzt Ritter. Und zwar gar nicht so schlecht. Was ist denn mit dem? Ja, du darfst Ritter sein, Graf Landfried. So, und die mächtigen Vasallen. Du nicht, du bist mein Bruder. Du bist ein Vasall, aber kein mächtiger Vasall. Dann bleibst du Höfling, ist egal. Neffe ist egal, Höfling ist egal. Warte. Graf Hubert von Alpsee ist ein mächtiger Vasall, der keinen Ratsposten hat. Der hat zwei Titel. Sein Erbe wäre dieser Typ. Der muss Ritter werden. Ja. Okay. Den hätte ich auch gern, ganz im Ernst. So vielleicht. Ich bräuchte eine Möglichkeit, mehr Ritter zu bekommen. Verschuldet, das ist nicht gut. Werte des Ehepartners erhöht, okay. So. Da kämpft irgendwer mit irgendwem, das geht mich nichts an. Okay. Das ist meine Bumsarmee, das ist meine Hauptarmee. Perfekt, cool. Da mache ich jetzt Gold, das ist sehr schön. Verlobte können heiraten, wir dann. Go! Habe ich jetzt hier Verbündete? Ja, gibt euch mal Waffenstillstand mit Graf Engelbert von Grünen. Das ist mein Bruder, ja, ja. Ich könnte ihm den Titel aberkennen.
Das Ding ist, das gehört jetzt alles mir. Nichte wurde in der Schlacht erschlagen. What the frick, man? So, die Frage ist, der Skandal, was sind hier? Jetzt weiß es die ganze Welt. Man sieht meine Bekanntschaft nun schon eine Weile an, dass ihr Kind erwartet. Bekanntschaft. Alle dachten, ihr Gemahl Graf Engelbert wäre der Vater des Kindes, aber es ist Herzog Geoffrey. Ja, das ist jetzt ungeil, aber okay, jetzt kann ich mich ändern. Viel Spaß. Geil. Toll. Supi. Wenn ich dem den Titel wegnehme. Nein. Dann ist es ein Akt der Tyrannei. Er hält einen starken Anspruch. Und die Kontrolle wird sich ändern. Klingt nicht so gut. Klingt einfach nicht so gut. Ich dachte halt, ich bekomme hier Domänenbums, aber anscheinend kriege ich gar nichts. Voll. Ich dachte halt, ich krieg das Zeug wieder, aber mir gehören halt bloß diese drei Dinger hier. Nur Ingolstadt gehört doch mir. Aber hier, wo ich gebaut habe, gehört mir gar nichts. Und dabei habe ich hier viel gebaut in Eichstätt. So, da ist Beute, aber Steuern. Wegen niedriger Gemeindekontrolle. Es wäre cool, wenn es hier eine große Auflistung gäbe. Na, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Reich drücke und ich sag Domäne. Dann habe ich Augsburg. So, Ingolstadt macht nur das hier. Das sind die Steuereinnahmen von Augsburg. Von Vasallen ist nur 2,1. Ah, hier. So. Hohenburg gibt mir 0,1. Das ist halt doof, weil... Der macht Steuer, klar, gibt mir aber nur 0,1. Vasallensteuer ist 1,4. Weil der gibt mir nur 0,1. Was hat denn der für Vasallenbande? So, der muss mir nur 10% zahlen. Das ist halt das Ding. Wenn du selber was besitzt, ist das immer stärker. Und deswegen hätte ich diesen Quatsch gerne zurück. Ne? Also ich würd gern ihm den Titel aberkennen. Vasallenkrieg. Probieren wir es aus, ich habe keine Ahnung, was das macht. Kann ich das überall machen? Gebe ich auf, würde ich viel zu viel verlieren. Ich möchte nicht ungehorsam, doch Graf Engelbert zwingt mich zu diesem Handeln. Hä? Okay. Was für ein Vasallenkrieg ist das denn? Ach! Wow! Wie dumm! Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, deswegen. Okay, okay, okay. Wieder was gelernt, wieder was gelernt. Wieder was gelernt, okay. So, ich hätte halt gerne den Titel selbst, aber dann bin ich ein Tyrann und das ist ganz schlecht. Geht nicht. Wie schaut's denn in diesem Krieg aus, sag mal? Ihr gewinnt. Ja, das ist gut. Mann, jetzt habe ich da Zeugs eingesetzt, das so dumm war. Für nichts und wieder nichts. Vasallensteuer nur 1,4. Das ist halt witzlos, wenn mir das Zeugs selber gehören wird. Aber okay.
kann ich gerade nicht, weil ich hier noch im Krieg bin. Ne, hier bin ich noch im Krieg. Verteidigt sich. Verlorene Schlachten, gewonnene Schlachten. Wir verteidigen das Kriegsziel. Okay. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt hilft. Ja. Dürfte was machen. Cool. Da oben hat er 2000 Truppen. Durchdachte Diplomatie. Euer Waffenstillstand endet. Okay, ich kann Tassio wieder den Krieg erklären. Ja, das ist zwar interessant, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Na gut, interessant. Der verliert doch hier, oder? Bauernaufstand. Lol, der verliert gegen den Bauern. Krass. So, die Frage ist, da hat er verloren. Da unten? Ne, da hat er keine Armee. Ja, der ist gerade ziemlich schwach, der kämpft in viel zu vielen Kriegen. Ich glaube, das Königreich von Bayern stirbt bald, wenn es so weitergeht. Schwierig. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hier hin soll, weil da oben hat es böse Armeen. Ich würde schon gerne versuchen, noch hier was zu machen, aber da geht halt nichts, ne? Nee, dann warte ich lieber. Das kann ja egal sein, der kann nichts. Ich habe Anspruch auf die Grafschaft München. Oh, doch, guck mal einer an. Okay. Fulda. Der verliert doch schon wieder hier. Sieht nicht so gut aus. Nürnberg gehört uns. Man kann natürlich ewig rumhampeln, ne? Und das Ziel einfach halten und das war's, aber das ist halt dann auch irgendwie. Weiß nicht. 11? 4. Wird doch schon wieder gekämpft? Nee. Da wird gekontert angegriffen. Oh oh. Da oben hat's Armeen, die sind neutral. Ja, 14 ist halt nichts wert. Ist nicht beeinflusst. E-Verwaltung. Willkommene Verwaltung. Sehr schön. Gefangene gemacht. Belagerung gewonnen. Okay. Ach, Mann. So, hier der Bauernaufstand. Der verliert jetzt. Eine Frau, die da kämpft. Lol, die Herzogin. Krass, cool. Wenn die das gut kann, gönn dir. Das ist nice. Klar, Befehlshaber, hey, die kann auch viel im Kopf haben. Was geht denn hier? Festung Eichstätt. Eichstätt will ich nicht verlieren. Belagerung geschafft. So. Das Ding ist, hier habe ich ja gesagt, hier würde ich helfen. Armee von Klagenfurt. Das sind die Verteidiger. Ja, warte mal, da hast du doch eine riesen Armee. Der muss sich da doch nur dahinter zurückziehen, gut ist. Aller Liebe, man macht das doch. So, das hole ich mir noch. Das da oben möchte ich mir holen, da muss ich aber aufpassen, weil das ist schon sehr, sehr riskant. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Grafschaft Provenze, Zephilien, Provenze, okay. Kann sich das Lösegeld nicht leisten. 50 Gold, Gönnung. So, das haben wir jetzt geklärt. Also 11 Gold haben oder nicht haben, das ist aktuell eine Menge Geld, da warte ich lieber noch. So, Belagerung Gefangene gemacht, das passt, okay. Immer noch nur 14 Gold, gutes Geschäft, Dankeschön. Ich bin halt schon wieder alt, ne, 47, das ist so schlimm. Und dann gibt's wieder die Teilung. München hätte ich gern.
In München steht halt nichts. Das ist halt alles so dumm. Naja. Okay. So, bei der weiß ich noch nicht, was die kann. Ihr seid bekannt für die Hingabe an euren Glauben. Das ist gut. Die bekommt Verwaltungsausbildung. Ja, das macht Sinn. Die hat Krieg. Das ist auch in Ordnung. Die hat keine Ahnung was. Da wird gekämpft. Das gewinnen die. Sieht gut aus. Und sieht Eichstätt doch schön aus. Da unten ist safe. Da oben, da muss ich aufpassen. Okay, was passiert hier? Krieg erklärt. Seid gegrüßt, Herzog Stefan von Augsburg. Mögen eure Jahre kurz und elend sein. Eure Besetzung von Ländereien, die rechtmäßig mir gehören, kann nicht länger geduldet werden. Wer ist das? Herzog Tassio von Bayern. Okay. Das ist natürlich jetzt schlecht. Weil ich bin unterlegen. Nee, sie sind unterlegen. Ja, gut, aber das Problem ist... Okay, wen kann ich denn da bitteschön herrufen? So, du hilfst mir bitte. Du hilfst mir bitte. Ah, das ist ja gut, die nehmen ja alle so an. Der nicht. Doch, auch. Ich kann die Verbündeten kostenlos rufen. Hätte mir das mal einer gesagt. Ja, lustig. Was habe ich denn hier? Waffenstillstand. Ja, der geht irgendwie nicht. So, jetzt hoffe ich, dass die alle annehmen. Natürlich werde ich mich anschließen. Sehr schön. Das ist jetzt wichtig. Immer noch kein Geld. Gut, die hat kein Geld, dann machen wir es halt so. Ja, habe ich schon. Habe ich schon. Ah, oh, Krieg, ja gut, okay. Die dann noch dazu. Das wird jetzt sehr wild. Das wird jetzt ultra wild. Aber dann kann ich doch hier ewig viel Kohle abscheffeln, oder? Geil. Das ist sehr gut. Okay, dann wie lang habe ich diese Söldner noch? 22 Monate, das ist noch ganz gut. Okay, ich werde hier wahrscheinlich keinen Krieg machen können, ne? Weil am Ende ausgenommen, ich habe keinen Kriegsgrund und ich bin beim Krieg verbündet. Ja, okay, das muss ich danach machen. Okay. Spannend, super spannend. Ja, eigentlich wollte ich jetzt dann gleich Ende machen, aber das kannst du halt voll vergessen. Weil, den Krieg sollte ich noch durchbröseln, ne? Ich würde gerne mal wieder eine Jagd für ein bisschen Prestige machen, aber es geht gerade nicht. Ab wann geht's wieder? In einem Jahr. Okay. Wow. Schreck mich halt. Schlimm. Danke. Jetzt hast du aber Glück gehabt, dass die Webcam aus war. Will nicht auf die... Aufnahme. Macht nichts. So, ich werde hier komplett zermürbt und zugemüllt. Ja. Das sieht gut aus, das sieht schlecht aus. Aber da ist nicht viel dabei. So, das ist gefährlich.
Ich bin da unten. Ich müsste echt aufpassen. Das sieht gut aus da oben. Da unten auch. So, die. Und dann muss ich mich zurückziehen. Und dann mal sehen. Aber ich glaube, wir sind in dem Krieg wirklich stärker. Viel stärker. Die Hälfte. Ah, easy. Easy, easy, easy. Mein Vater zum Dank hat er das so gut gemacht hier in Augsburg, ne? Der gute, wie ist der Gundbert? Der war solide, der war stark, der war richtig gut. So. Safe. Immer noch safe. Die Frage ist halt, ob ich... So, ihr habt Merseburg eingenommen. Das ist gut. Das ist 4 Gold wert. Wow, das ist ja gar nichts. 8, 17, 17. Okay, die Frage ist, wenn ich jetzt hier runterlaufen wollen würde, bräuchte ich 2 Monate. Das ist nichts. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall hier runtergehen. Ne? Und versuchen, Regensburg einzunehmen. Genau. Hier holen wir uns jetzt alles. Boah, wie viel Krieg hier gerade passiert, das ist heftig. So, ich habe wieder 100 Gold. Ich brauche halt mehr Domänen, weil die ich selber verwalten kann, das wäre so wichtig. Frieden anbieten. Wird nicht annehmen. Ja, der mag ihn wohl sehr, den Tassilo. Rotenburg? Wird nicht annehmen. Regensburg? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wie ist das mit Nördlingen? Auch nicht. Ansbach vielleicht? Auch nicht. Schwanger! Das ist doch schön. Warte mal, das ist ein Vasall von Bayern. Was habe ich denn für Ansprüche aktuell? Gar nichts, oder wie? Doch, München darf ich mir holen und Eichstätt. Ja, Eichstätt gehört mir, ne? Das ist mein starker Anspruch. Belagerung gewonnen. So. Dann kehrt ihr jetzt auch mal zurück. Okay. Das ist auch gut. Das ist halt mies, wenn der mich mehr mögen würde. Aber... Boah! Ja gut. Das ist teuer. Okay. Dann könnte, da wäre es halt fast besser, sag ich mal, Gemeinde bekehren. Dann wäre es halt fast besser, hier irgendwie Ansprüche zu fingieren. Beispielsweise hier, ich habe einen Anspruch, ja, aber ich kann ihm keinen Krieg erklären, das ist halt das Ding. Hier, Rotenburg zum Beispiel. Kostet halt Geld, ne? Sowas kostet immer Geld. Kempten ist schon meins. Dauert... Wie lang? Ein Jahr, das geht. Ich habe einen Anspruch auf Kempten. So, ich bin Herzog von Nordgau. Eichstätt, das gewinnt der, das ist gut. Ich kann halt keinem von denen den Titel aberkennen, ne? Das ist so. Wenn ich jetzt versuche hier Titel aberkennen,
Bumm, dann heißt es sofort, ja, sie würde annehmen, aber ich bin Tyrann. Ist nicht so toll. Druckmittel habe ich nicht, das ist zum Annehmen. Ist halt nicht so gut. So, wo ist meine Armee? Die läuft dann noch. So. Okay, hier muss ich jetzt aufpassen. Ingolstadt wird belagert. Gut, die tritt mir bei, das ist gut. Ja, da wird er sich zurückziehen müssen, der Gute, ne? Warte mal, wenn der den verfolgt. 12 Tage, 8 Tage, 10 Tage, schauen wir mal, ob wir den abfangen können. Die müssen noch heimkehren. Auf jeden Fall kämpfe ich damit. Ich helfe dir, mein Verbündeter. Oh, der hat da was aggressiver Angreifer. So, das sind die Bösen. Und hier kommt. Ne, das sind die Guten. Jetzt sind wir hier. Okay. Okay, gut, gut. Sieht doch schon mal ganz anständig aus. Das gewinnen wir. Okay. Ich glaube, ich sollte da oben die Armee noch crushen. Oder es zumindest versuchen. So. Die Armee kann ich holen. Das sieht zwar ausgeglichen aus, aber eigentlich sollte das gut sein. Das sieht... Hallo? Da wird gekämpft. Gut für uns aus, oder? Ja, easy. Ganz einfach. Okay, cool, cool, cool. So, unser wurde verwundet. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt Geld, 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 ne? 7% haben wir schon. Da wird auch nochmal gekämpft. Das ist nicht gut für uns. Aber damit sollte ich mich jetzt nicht auseinandersetzen, weil das ist nicht mein Kampf. Ist einfach nicht mein Kampf. So, Regensburg. Ich kann hier meine Armee teilen. Und das noch holen. Wo sind meine ganzen Supertruppen? Da sind 1300, das ist gut. So, das gehört mir. 2000, meine Fresse. Das ist schon krass. Wir halten immer noch, das ist gut. Wir verlieren gar keine Schlachten mehr, das ist immer noch gut. So, das holen wir uns alles. Dass ich das Herzogtum nicht bekomme, ist natürlich schade. Ich hätte gerne das Herzogtum. Aber ich krieg's nicht. Krieg ich Hohenburg? Nein. Krieg ich Leuchtenburg? Wahrscheinlich nicht. Ich krieg's! Aber da mag er mich nicht mehr. Und ich bin noch immer in seinem Rat. Oh, das kostet viel. Uff. Das ist so ein kleines Bumsding. Nee, danke. Ja, nee. Das sollte ich sollte es mir mit ihm nicht zu sehr verspaßen. No. Kaiserreich von Germanien. Wir haben ein Kaiserreich? Wir sind im Kaiserreich Germanien. Wer ist denn da der Oberhampel? Gibt's nicht.
Doch. Nicht erstellt. Gibt es noch nicht. Okay. Okay, ich sehe viele Verbündete, wenige Feinde. Das sieht gut aus. Ist nicht beeinflusst. Naja, okay. Exkommunikation. König Louis wurde exkommuniziert. RIP. Das tut weh. Verbrecher. Ha! Krass. Das müsste sehr gut für mich aussehen. Ich habe hier eine 3000 Armee von meinem Verbündeten. Ich belagere den ganzen Bums. Easy. Geld kommt auch langsam rein. Was gut ist. Wie lange brauchen die noch? 5 Monate. Wie lange habe ich die noch, die Söldner? 14 Monate. Ich wünschte, wenn ich da drauf klicke, würde ich sehen, wo steht hier noch 14 Monate oder so, aber steht nichts. Na gut. So, fette Schlacht, die wir gewinnen. Das heißt, das geht von 16% hoch auf... Oh oh. Oh wow, eure Bekanntschaft, Bertlin ist gestorben. Ausgelaufen, Bertlin. Das ist nicht gut. Warte, der... Oh! Ja, aber warte, das gibt mir doch dieses Bündnis wieder, oder? Halbschwester und Mündel. Aber die hat Anspruch. Tochter. Die Jüngste. Ja, aber der hat Truppen. Das Bündnis will ich schon haben. Ich habe doch noch eine Tochter. Was ist denn hier noch? Die da zum Beispiel. Margarete. Häuptling? Freak? Ich weiß ja nicht. Das ist schon wieder so dünn hier. Okay. Was ist denn das für einer? Der hat kein Land. Warte. Mögliches Bündnis. Geschwister. Ah! 500 Truppen. Naja. Wo liegt denn der ganze Bums hier? Da unten. Und da drüben. Weiß ja nicht. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wo bin ich? Da. Okay, gleich haben wir erstmal Kohle. Das ist gut. Die ist verlobt. Die hat einen Partner. Die noch nicht. Die schon. So, ausgezeichnet. Bündnis. Dankeschön. 2000 Truppen habe ich. Ich habe eine Menge Truppen. Bogenkämpfer. Plus 1 pro Monat. Fraktion gegen König Ludwig geschaffen. Naja. So, das kann ich deffen. Das kann ich auch deffen. Die hauen ab, oder? Sind die am Fliehen? Rückzug. Naja, der ist immer noch am Rückzug. Ja, Regensburg gehört bald mir. Das da auch, das andere auch. Das ist gut. Und dann holen wir uns das hier noch. München habe ich schon, den hole ich mir auch. Zwei habe ich dann, München habe ich dann, das vielleicht mit Gold. Ich muss halt schnell irgendwie jetzt wieder auf meine 6 Domänen kommen für Kohle und Zeugs. Bevor schon wieder die nächste Teilung anfängt. Das wird dann so dumm. Utah. Andina. Schon wieder eine Tochter. Okay, wieso mag der mich eigentlich nicht mehr so sehr? Um Gold gebeten. Ah, ich mach dem zu viel Kohle. Das mag der nicht. Okay. Ja, gut. Dann sollte ich damit vielleicht aufhören. Ich bräuchte halt unbedingt...
Verführung. Liebesdinge. Null. Weil? Ach so, ja, nein, falsch. Uff. Was für ein Schwachsinn. Ist Seelengefährte, ist bereits Seelengefährte. Ich muss mal Pause machen. Gegen euch erschaffen. Na, da pass mal auf. Das so nicht. So, die mag mich. 100%. Sie ist ein Genie. Wir müssen mehr Kinder machen, Leute. Please. Ich meine, ich bin ein buckliger Blödkopf. Ja. Aber die ist ein Genie. Wir kriegen bucklige Genies. Landina, Tochter. Guck mal, die ist ein Genie. Nee, die ist nur schlau und kerngesund. Die ist auch schlau. Wieso kriege ich hier nur Töchter? Ah, schwierig. Ich brauche einen Jungen. Meinung erhöht sich, aber die ist schon auf 100. Das bringt mir nichts. Kind unterrichten. Kultur wechseln? Nordisch. Ich noch ein Kind in. Nö. Okay. Schwierig, ich kann nicht mehr machen, du. So. München gehört uns. So, Rotenburg hole ich uns. Das gehört uns. Der will da angreifen. Das ist eine mögliche Schlacht. Der hat höhere Güte. Oh ja, der hat mehr Ritter. Das sind meine Thüringer Klingen. Wie lange habe ich die noch? Ich habe gerade erst geguckt, aber vielleicht hat sich schon wieder geändert. 11 Monate. Dann gehen wir jetzt so da lang. Okay. Müsste passen. Okay. Der hat mehr Güte. Schauen wir mal. Besetzen, besetzen. Habe ich wieder Lösegeld? Ja. Nein. Gold. Oh, Gold ist gut. Ja, der hilft mir eh nicht mehr. Ich hau jetzt alles auf den Kopf für Gold. Ich könnte dem den Krieg, Exkommunikationskrieg erklären. Nö. Ich kann jemanden als Verbündeten rufen. Kämpft bereits in dem Krieg. Ja, dann. Ripp. Schutz gegen Fraktionen. Keine Panik, falls ihr gegen euch bildet. Es bleibt noch Zeit, die Dinge ins Lot zu bringen. Was sagen Grafschaften? Treten Fraktionen bei, wenn sie mit euch unzufrieden sind. Meinung erhöhen. Okay. Seid gegrüßt. Notlage bedacht. Danke fürs Geld. Fraktionen. Der da. Das ist der mächtige Vasall. Ja. Wird nicht annehmen. Klar. Das würde ein bisschen helfen, ne, aber. Uff, das ist aber viel. Also das würde ein bisschen helfen, ne, aber. Will ich das? Gierig, ungeduldig, sadistisch, maßvoll. Ja, nee.
zu einem sadistischen Typen, der mich nicht mag, sollte ich mein Kind nicht wegbringen. Klingt jetzt nicht so toll. Fraktion gegen euch erschaffen. Der will halt... Ja, aber der kann nichts. Also Ränkespiel ist halt einfach auch schlecht. Ne? Und... Lustig. Was soll ich machen? Ist halt RIP. Ist halt absolut RIP. So, in Augsburg könnte ich noch was bauen. Geht alles nicht, weil ich keine Burg und die Burhüs habe ich nicht. Okay. Aber ich könnte hier noch was bauen. Kasernen für mehr Aufgebote. Hm. Wälle und Türme, mehr Steuern. Festungsstufe, Garnison. Armeelager. Warum? Ach, das ist günstiger. Ah, das macht anderen Quatsch. Ja, nö. Ja, dann Wälle und Türme. Das muss stark werden hier. Frage. Also, ne, das ist halt... Was soll ich da bauen? Wird überfallen. 12? 15? 28! Und da war ich noch nicht. Why? Es gibt so viel Bumsgeld. Hallo? Sollte ich mal machen, ganz dringend. So, mach's mal hin, da. Eine Armee, eine Feindarmee. Aber die ist nicht stark. An den Gün. Durch die Ansiedlung der bayerischen Kultur und das Einsetzen einer neuen Verwaltung haben die Bewohner und die bayerische Tradition voll angenommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das ist das. Das ist meine Entwicklung Gemeinde, Bauzeitgebäude. Wo kannst du noch was machen? Grüningen. Ja, dann gehen wir nach Grüningen. Das ist wichtig. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, was ich hier mache. So, du kannst mal wieder Zeugs trainieren. Aufgebote brauche ich gerade nicht. Er ist gestorben. Ihr könnt ihn nicht mehr beeinflussen. Wer ist denn der neue? Oh, der mag mich. Der mag mich sehr. Das ist gut. Weil dann kann ich vielleicht Ansprüche erheben. Na, hier zum Beispiel Grafschaft von Rothenburg. Meins. Hier zum Beispiel. Diese Grafschaft, die ist viel wert. Meins. So. Und dann hole ich mir den ganzen Bums langsam. So. Ich habe nachgedacht, ist nur ein Kind, im Recht, bla, boom, easy. Da wird gekämpft. Ist das mein Kampf? Oh, das sieht nach einem Kampf von mir aus. Schlacht von Rothenburg. Okay, okay, okay. Unser Ritter konnte Gilles erschlagen. Nice. Wer ist Gilles? Keine Ahnung. Lenkler. Vielleicht gehen wir dran. In günstigem Gelände. Das ist sehr schön. Unser Vorteil. Die haben kein... Ja. Schlachtwurf. Ich muss aufgeben. Schlachtwurf 14. Easy free win. Ganz easy. Niedrige Gemeindekontrolle in Augsburg. Aha. Kontrollezuwachs. Aufgebot Verstärkungsrate. Schauen wir mal. Das liegt an dieser Blödfraktion, ne? Ja. Naja, schauen wir mal. Verbündete, Verbündete. Da ist ein Gegner. Aber
Ingolstadt wird belagert. Okay. Wie wär's, wenn du mit deinen Truppen mal nach Ingolstadt gehst? Perfekt. Das ist gut. Hä? Wie wäre das mal? Ja, genau. Nee, mach doch nicht. Jetzt null. Hallo. Da auch. Ich krieg halt dann das Geld nicht, oder wie, wenn die da mitbelagern. Was für ein Schwachsinn. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Doch, jetzt hört er da auch. Perfekt. Und da oben bitte auch. Komm schon. Diplomat erhalten. Das ist stark. Könntest du da nicht alleine reingehen? Das ist ein bisschen dämlich. Du willst ja da jetzt nicht alleine kämpfen, oder? Der kämpft echt alleine. Befreiungskrieg. Okay. Das verliert der doch volle Kanne. Wie dumm. Ich bin gespannt, ob ich hier Geld bekomme. Hier ist was passiert. Irgendwie habe ich das Geld nicht bekommen, was ja schade ist, aber okay. Ja, jetzt haben wir es bald. Würde ich mal sagen. Ein offenbartes Geheimnis, eine schändliche Wahrheit. Meine Bekanntschaft Graf Lothar soll eine außereheliche Affäre haben. Meine Schwester ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Na toll. Okay. Da geht's wieder mal ab. Der Skandal. Man sieht meiner Schwester, Herzogin Constanze, nun schon eine Weile an, dass sie ein Kind erwartet. Und alle dachten, dass es ihr Gemahl war. Jetzt wurde jedoch offenbart, dass Graf Lothar war. Toll, also doch Graf Lothar. Na super. Also Leute, ihr müsst da mal ein bisschen, ne? Das geht alles auf mein Prestige, glaube ich. Aua. So, das haben wir jetzt gleich gewonnen. Ja, komm, hier. Zack, 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 zack. Komm schon, ganz fast. Kriege ich jetzt hier Geld? Das ist meine ganz große Frage. Wir haben gewonnen, aber das reicht mir noch nicht ganz. So. Kriege ich nicht. Forderung erzwingen. So sei es. Okay. Dann muss ich alle Armeen auflösen. Ich ziehe sie erstmal zusammen. Erstmal alle Armeen zusammenziehen. Und dann kann ich weiter Kriege erklären. Höfling und Hofarzt. Ja, wieso nicht? Söldnertrupp läuft ab. Ja, das ist klar. Aber das passt. So, das könnte ich erhöhen. Das ist gut. Aber sehr gut. So. Auflösen. So. Das war die Geschichte. Der Krieg ist vorbei. Wir haben Lösegeld. 10 Gold. Sehr schön. Wir können ein Fest mal veranstalten. Ich habe gerade keine Anspannung, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen soll, aber mal gucken. Das passt. Jagd veranstalten. Jagd wäre gut. Gib mir mal die Jagd. Die Jagd machen wir jetzt. Fest mal noch nicht, aber die Jagd. In den Krieg rufen. An den unversöhnlichen Stefan. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren. Feinde. Jarl. Das ist wahrscheinlich dieser Krieg. Ja. Der verteidigt.
Er hat noch einen Verbündeten hier mit 1000 Truppen. Okay. Und er hat einen Verbündeten hier mit 300 Truppen. Wo steckt der denn? Da oben. Da werde ich dir nicht helfen können. Also, ich mache da gerne mit und alles, aber jetzt ist das weg. Das hätte ich ja annehmen müssen, ne? Das ist auch immer so doof, dass das da so meh ist. So, der verteidigt hier. Aber der verteidigt. Da ist schon wieder jemand verletzt. Die Gräfin Sophia. Warte, nun, bla bla. Oder Anspannung, weil ich mitfühlen seid. Prestige ist am Arsch. Naja, gut. Ich kümmere mich um sie. Ist halt so. So, mit dem bin ich verbündet. Der kämpft im Krieg. Der ist da oben. Kriegsbeitritt anbieten. Kann ich nicht. Was war das denn dann gerade eben? Strange. Sehr strange. Warte mal, der kämpft auf Eichstätt. Ja, das kannst du voll vergessen. Das kriegst du nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Es hat hier Geld. Es hat hier Geld. Das sind zwar nur noch 70%, aber Eichstätt. Hier Kriegsbeitritt geht nicht. Hä, aber der verteidigt doch. Von Grüningen. Das ist seltsam, dass ich dem nicht helfen kann. Wir kehren zurück. Na gut, ein bisschen Prestige gab's. Ja, aber im Ernst, also, hä? Der kämpft gegen Graf Engelbert um die Grafschaft. Wittenberg könnte ich, ja, nö, aber... Okay. Das war's nicht, was ich wollte. Kämpft nicht in einer Bauernfraktion. Ja, doof. Also, hä? Ich kann dem nicht helfen. Das ist doch dumm. Okay, nevermind denn. Wo kann ich Krieg machen? Ich habe Ansprüche auf Eichstätt. Gut, ich könnte ihm zwar vielleicht Bündnis aushandeln. Ist ein Anspruchsteller. Hat mir den Krieg erwähnt. Bin im Krieg, der will nicht. Krieg geht nicht, Einkerkern ist nicht, feindselig Mord, denunzieren, Erben, blub, okay, egal. Dann habe ich das hier. Ihr habt keinen Kriegsgrund. Ihr seid König. München kriege ich wohl nicht, schade. Ja, austreten will ich da jetzt nicht. Okay, was ist mit Rothenburg? Gegen König Ludwig. Was ist denn hier das mit Ludwig die ganze Zeit? Okay, wahrscheinlich geht das nicht, solange ich mit ihm ich mit ihm im Krieg bin. Euer Ruhm ist weiterhin bekannt.
Nassau ist da oben. Ich meine, ne, wenn's so ausschaut gerade, wäre halt echt die Überlegung, ob ich nochmal hochziehe, um mir ein paar Goldsäckel abzugreifen. Und ein paar Gefangene. Boah, hier, Grafschaft Göttingen, 79. Ja, los. Ne? Also, instant. Fünf Tage? Fünf Tage, ja, ist egal. Go. Eins, zwei, 3, 4, 5. Okay, sind wir bereit? Easy. Los geht's. Was ist das für eine Schlacht? Eine schlechte Schlacht. Die Frage ist, der hat 7 Ritter. Ich habe 9. Ich habe Reiter. Aber das liegt nur daran, weil ich noch die Söldnerbande habe, die mir noch 2 Monate bleibt. Danach ist die weg. Okay. Um da hochzukommen, benötige ich fast 2 Monate. Jetzt schauen wir mal. Gute Priesterkönig. Beim Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großer Mensch der Priesterkönig ist. Ja, das wäre nice, aber ich bin gerade low mit Prestige. Das passt schon, gib mir lieber Prestige. Das will ich jetzt nicht einsetzen. Der ist gut, ja, aber ich habe eh kaum noch Frömmigkeit, um von dem was zu bekommen, deswegen ist das voll egal. Adelheid ist verstorben. Okay, tschüss Adelheid. Doch mehrere Armeen dabei, oder? Viele Aufgebote. Ich muss die halt crushen, solange ich es noch kann. Ist wichtig. Okay, wir kämpfen. Das könnte jetzt super dumm gewesen sein oder klug. 9 Ritter gegen 7. Ich habe eine höhere Güte. Ich habe leichtsinnig und Pionier. Auf den Wurf kommt es halt an, aber 31. Boom. Wird zu. Was werfen sie? Noch nichts geworfen worden. 46. Ich mache 92 mehr Schaden. Ist doch RIP. Da renne ich doch drüber, oder? Müsste. Wurde verwundet. Okay, nicht so schön. Schauen wir mal. Da wird gekämpft. Wie ist denn das? Grafschaft Eichstätt. Also ich will die halt nicht verlieren, die Grafschaft, ne? Bei aller Liebe nicht. Nee. Hat Eichstätt denn irgendwelche Verbündeten noch? Den da. Ja, der wird aber schon im Krieg sein, ne? Ja, klar.
treffen, so vier. Okay, also den habe ich vernichtet, das ist sehr schön. So. Die Armee zerteilt sich komplett. Ich möchte immer noch nach Göttingen. Wo waren das? Da, hier. So, Söldnertruppe entlassen. Bekanntschaft gestorben. Gefangen genommene feindliche Kombattanten. Ist der was wert? Jo. Genau. Also Eichstätt will ich nicht verlieren, ne? Wo wird denn fingiert? Ich dachte, ich fingiere irgendwo. Nirgends. Die können schon alle mir, die kann ich mir schon alle holen. Versuch das mal. Okay. Los geht's. Laufen, laufen, laufen. Religiöse Überzeugung. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, Papst Eugenius in Einklang mit meinen Interessen zu bringen. Mit den passenden Argumenten bin ich womöglich in der Lage, ihn davon zu überzeugen, dass ich nicht nur in meinen eigenen Interessen handle, sondern auch im Interesse eines höheren Wesens, der Herr selbst. Okay, ich setze Prestige ein, oder ich erhalte Prestige und bumm, oder ich sollte mich an Nettigkeiten halten. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es läuft einfach gut und passt, ist safe, nehmen wir. Weil jetzt mag der mich ja schon ein bisschen mehr. Sie ist schwanger, oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Er mag Herzog Tassio, das ist das Problem. Er mag ihn. Es ist schade, es ist sehr schade. Er würde annehmen. Easy, ne? Grafschaft und Grafschaft, aber ist gerade nicht. Ich muss erstmal hier die Befreiungskrieg zu Ende führen. So, hier ist ein Verbündeter, Ravensburg, aber das ist nicht die Eichstätter Armee. Uff. Innsbruck. So, er hat hier noch 600, hier noch 1000, aber das schafft er nicht. Hallo, was will er da machen? Er kämpft hier, wow. Seid gegrüßt, Herzog Stefan von Augsburg. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert, Graf Engelbert. Und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem neuen Licht sehe. Herzog Tassio. Der Fette. Der Fette Herzog Tassio. Ja, was kann ich jetzt mit dir machen? Nichts. Mein Höfling, dein Bumm. Willst nicht. Willst nicht. Versuch es nochmal. Ja, da geht nichts, ne? Der hat bloß die beiden. Okay. Wie schaut denn der Kampf da oben aus? Gefährlich. Ich habe kein... Hallo? Oh, das ist jetzt nicht gut. Ich habe da oben keinen... Boah. Das ist knapp gewesen, Mann. Holy moly. Wieso ist denn da kein... Wurde verstümmelt. Kommt noch mehr Zeug dazu, das ist nicht gut. Ich brauche hier einen Befehlshaber, hallo? Please, ja vielleicht nicht... Ja doch! Ich meine, der ist auch Ritter, aber...
im Ernst mal. Das war ja doof, dass da kein Befehlshaber dabei war. Üff. Gold bitten. Soll ich das wieder machen? Ich brauche gerade kein Gold. So, der haut ab, der haut ab, der kann nichts. Wenn die sich alle vereinen, wird's knifflig. Könnte sein, dass ich hier weg muss. Ja gut, Festung von Göttingen. Die wird jetzt wahrscheinlich... Der wird gleich gewinnen und dann sagen, ja hier, fertig, so sei es. Ich bekomme nichts. Als ob. Okay, ja klar, ich kriege nichts. Also wenn ich jetzt Eichstätt verliere, kotze ich auch ab, ne? Schon wieder so ein Geheimnis. Man, schon wieder irgendwer, der mit irgendwem irgendwas schläft. Meine Bekanntschaft mit einem Vasallen. Ja, gönn dir. Okay, whatever. Schöne Unterweisung. So, verliert der jetzt oder gewinnt der noch? Es sieht doch okay aus, aber auf Dauer ist es halt irgendwie... Weiß nicht. So, Augsburg hat bald Kontrolle. Kommt meine Armee bald mal zurück, please. So. Tschüss. Aufgelöst. Easy. So, wir haben jetzt... Sehr spät. Wow. Salz in der Wunde. Gefühllos. Sophia sah sich dem Verbrecher eine Weile an. Als dieser nichts tat, als zu husten und Wasser zu fliehen, verdrehte Sophia und ging weiter. Sophia, du bist mein wievielstes Kind? Voll egal, oder? Super alt. Halbschwester. Die ist gichtgeplagt. Ein Zwilling, neugierig und die ist schon gefühlt. Ja. Ah, behalte Gefühle. Es ist so egal. Eine Halbschwester, who cares? So, jetzt. Krieg erklären. Ansprüche. München. Wo ist das denn? Deggendorf. Passau. Ellenhardt. Württemberg. Hat keine Ziele. Hat keine Ziele. Der hat Graz. Sophia hat keine Ziele. Ja, aber warte mal, wenn ich jetzt... Wenn ich gucke, also als Beispiel München, so, hier, den Krieg erklären, Ansprüche von mir, München, dann würde ich ihm den Krieg erklären, das ist doch dumm, das ist doch richtig dämlich. Aber wieso? Ich habe es immer noch nicht wirklich verstanden. Ich habe jetzt all diese Ansprüche. Ne? Schaut's mal, ich habe jetzt all diese Ansprüche. Und ich sag hier, Eichstätt gehört mir. So. Er verliert Meinung von mir und der Titel gehört mir. Kempten-Dynastie verliert Zeugs. Das ist halt nicht gut. 150 Bekanntheit. Dafür gehört Grüningen mir. München. Ich habe doch schon Anspruch. Also ich habe schon Anspruch. Auf München, das ist ein durchgesetzter Anspruch. Ja, das Gold ist nice, aber das bringt mir gar nichts.
Questmal brauche ich gerade nicht. Kriege. Den kann ich Krieg erklären. Für München. Das geht. Jetzt geht's auf einmal. Der Exkommunikationskrieg interessiert mich nicht. So. München. Zack. Der hat als Lehnsherr diesen Bumsichtkopf. So, Krieg erklären und auf einmal steht hier der da. Der König Ludwig. Was halt so seltsam ist. So, Rotenburg, blablabla. Und warum muss ich jetzt hier, wenn ich das so rum mache, gegen König Ludwig kämpfen? Für die Grafschaft von München. Aber wenn ich hier hingehe und sage, hey, ich erkläre dir den Krieg für München, dann ist das in Ordnung. Warte, der ist mir weit unterlegen. So, ich habe jetzt tatsächlich den Krieg erklärt. Easy. Kann hier alles ausheben. Dauert ein bisschen. Fertig. Ich würde immer noch gerne übrigens in München, in Augsburg mal nicht ein Gebäude bauen, aber ist okay. In Ingolstadt könnte ich mal Höfe und Felder bauen, das wäre auch sehr nice. Jagdreviere, Verteidigervorteil, mehr Aufgebote, Kaserne. Weideland, gibt beides. Aufgebote und Steuern. Ah, komm, mach mal. Ist okay. Ich kauf Bäuerin. So, München hole ich mir jetzt. Vasall. Seid gegrüßt. Ich habe mich entschieden, Konrad zu eurem Vasallen zu machen. Was hat der? Ah! Cool! Dankeschön. Geilo. Ja, ich kann wieder um Gold bitten, aber die Sache ist halt so. Rotenburg. Dem gehört nur der... Ach so. Der hat als... Titel, was hat denn der für Vasallen? Graf. Vasallen. Gräfin Bertha. Anspruch erbitten. Wird annehmen. Für 220. So, verletzt. So. Von Baden. Wie ist das denn jetzt schon wieder? Drüben. So, von München. Den hole ich mir schon. So. Von Rotenburg. Anspruch erbitten. Wird annehmen. Ihr habt bereits den Anspruch da drauf. Graf Randolph. Anspruch erbitten. Ihr habt bereits Anspruch auf Eschelohe. Okay, interessant. Frontenhausen. Wird nicht akzeptieren. Okay. Dann würde ich Gaza bekommen. Wo liegt das? Ganz weit weg. Das brauche ich jetzt nicht. Okay. Verbündete rufen. Kostet Prestige. Wie viel hat der? Boah, okay. Der hat nur 500 Truppen, keine Verbündete. Da brauche ich noch nicht. Solange da keine Truppen dazukommen von anderen Leuten, ist das egal. Das können wir machen. Die Herzogin. Neues Erbe, mein Sohn. Oh, ich habe einen Sohn. Geil. Luitpold. Heribert, Hereswind, Anno, Gundbert. Komm, nenn mal einen Gundbert. Der gute Gundbert.
Und der gute Gundbert wird von mir unterrichtet. Hallo, wie wär's von mir? Pause. Ach, geht gerade noch nicht. Weil ich hab noch einen Mündel. Ja gut, dann gucken wir mal. Okay, ich habe keinen Lebenswandel ausgewählt. Das ist natürlich scheiße. Wie lange war das jetzt schon so? Wahrscheinlich ewig. Uff, ist das dumm. Ich hab das voll verkackt, Mann. Dabei dachte ich, hätte es die ganze Zeit gemacht. Okay, okay. Man kann sich's auch schwer machen, wenn man dumm ist. Klar. Warte, warte, warte. Hier oben, das ist eine Feindarmee. Okay. Ich habe nur 700 Aufgebote. Das ist nicht so viel. Ja, aber da kommt Verbündeter dazu. Wir holen jetzt München. Wir machen hier wieder ein bisschen Krieg. Warte mal. Den holen wir jetzt auch noch dazu. Für das bisschen Prestige, das macht Sinn. Können sie mithelfen. Okay. Das ist aber cool hier oben. So. Verbündeter tritt bei. Sehr schön. Rat, das passt auch. Das passt auch. Das geht nicht. Na, schauen wir mal. Ist noch sehr spannend. Ich muss halt jetzt aber wirklich mal Schluss machen hier. Ich habe schon wieder 2 Stunden überzogen. Krass. Sehr krass. Kultur, was macht denn der? Mehr Kontrolle, der macht Kultur. Die macht Unterstützen. Komplottiere ich gerade? Ja, gut, das ist wichtig. Hat den schon wieder um Geld zu bitten, ist so eine Sache, ich weiß nicht. ...320 brauche ich für Regensburg. Dann habe ich den Anspruch auf das Herzogtum von Bayern. Das wäre geil. Das will ich. Gib mir das Herzogtum von Bayern. Sehr nice. Sehr nice. Das hole ich mir. Und dann... Boom, reich. Ne? Das wird zwar dann irgendwann wieder ganz blöd verstückelt, aber erstmal macht es dann Boom. Okay, der ist da oben unterwegs. Eine Fraktion hat sich aufgelöst, ja. Belagerer stationieren. Okay. Der Rest geht weiter. 12, 14, 17. Das kostet mich. Okay. Das kostet mich, okay. Ist nicht beeinflusst, schade. Da oben wird gekämpft, oh, das sieht schnuckelig aus. Wenn ich dahin gehe, ist nicht gut. Wie gut ist denn das? 29 Geld, ja. Das da oben scheint gewonnen zu werden. Eichstätt, ja, lebt noch. Warte mal, wenn ich ein... Hä? Das kannst du eigentlich wieder sein lassen, weil ich habe jetzt diesen Anspruch. Obwohl die 3 Monate macht noch. Komm, ist egal. In den Krieg rufen. Der da? Durchlauchter 1300 gegen 1300. Wo? Da oben. Oh. Das ist da unten. Das ist da oben. Okay, ich nehme mal an. Das passt. Verbündeter tritt bei. Belagerung Gefangene gemacht. Es gibt doch sicher wieder Geld. Oder auch nicht. Naja, gucken wir mal. Feindarmee? Wo ist meine Armee? Mein treuer Onkel. Oh, die macht sich. Guck mal, wie die jetzt ausschaut. Die schaut richtig nice lieber. So, der zieht sich zurück. Das haben wir eingenommen. Sehr schön. Weiter geht's.
erstmal hoch. Aufgabe beendet. Okay, okay. Ich würde die gerne wieder zusammenfügen. Danke. Aufgabenreich. Befehlshaber ausbilden. Obwohl, ich könnte auch gucken, dass ich die Kontrolle in Eichstätt wieder erhöhe. Nee, mach erstmal Aufgebote organisieren. Und der fingiert noch fertig, der kultiviert noch fertig. Rat, Hof, Gefangene. Dein Gefallen. Warum nicht für Lösegeld? Ist nichts wert. Nope. Nope. Uff. Also ich habe hier ein vierjähriges Kind in Gefangenschaft. Seit 3 Jahren. Wieso nicht für Lösegeld? Kann nicht freigekauft werden. Dann nicht, ne? Haben sie Pech gehabt. Also das ist halt so. So, hier wird wieder gekämpft, aber das sieht gut für uns aus. An den unversöhnlichen Stefan. Ja. Grafschaft von Regensburg ist jetzt mein Anspruch. So. Und dann kannst du dich wieder drum kümmern. Vielleicht war es dämlich, aber schauen wir mal, was das jetzt so macht, ne? Belagerung gewonnen. So. Ich könnte Gemeinden bekehren. Für Grüningen, das wäre wichtig. So, nachdem die Armee jetzt kaputt gemacht wird, kann ich jetzt hier Belagerer stationieren. Und die zweite Armee kann da runtergehen. So. Ekstatische Bauern. Die Bauern in Grafschaft Ingolstadt sind bei bester Laune. Die Ernte ist üppig, die Straßen sind sicher und die Dorfältesten erzählen unsinnige Geschichten über Kühe, die mit Honig gesüßte Milch geben und Gänse, die goldene Eier legen. Die Bauern preisen mich für ihr Glück und haben Abgesandte ihres Standes mit Geschenken zu mir geschickt. Okay, das ist ja mega nice. Ich nehme die Geschenke huldvoll an. Bisschen Gold. Spannend. Schickt Truppen los, um mehr Geschenke einzusammeln. Wäre cool, passt aber null zu Herzog Stefan. Er ist nicht gierig. Gemeindereinvestition. Dann nehme ich das Geschenk einfach an. Ist nett. Ist nett. Klar, ich hätte jetzt auf 100 Gold gehen können, Dings jetzt benutzen können, wieder um runterzugehen. Insgesamt plus, aber minus 50. Für Volksmeinung? Nee. Aber ich find's cool, dass gute Volksmeinung wohl anscheinend einen positiven Einfluss auf solche Ereignisse hat, die dann vielleicht passieren oder auch nicht. Also, nice. So, jetzt schauen wir mal. Kriege erklären, verbinde den Krieg rufen. Ja, brauche ich jetzt nicht. Jetzt hat der das schon wieder abgegriffen. Seht ihr das? Unfair. So, da oben kämpft er wieder. Und ich belagere den ganzen Bums wieder. Und dann kommt er und zieht mir den Schwachsinn wieder ab. So, jetzt kann er mal das eigenes belagern. Nimm mir doch nicht dauernd mein ganzes Geld weg. Please. So, Entscheidungen. Arzt habe ich. Anspruchsstelle einladen. Das muss ich nicht machen. Das war so schlecht für mich, weil ich damit nichts anfangen konnte. Ich mache jetzt hier schnell fertig. Undisziplinierte Rekruten. Wer ist das? Ein Vasall. Kriegsführungslebenswandel. Hier nicht. Da schon. Die 10 Meinungen ist mir egal.
unausgebildete Soldaten. Heute beobachte ich Graf Engelbert dabei, wie er einige seiner neuen Aufgebote ausbildet. Aber die Rekruten unter seinem Befehl ähneln mehr einem wilden Mob als einer Armee. Ich schaue weiter zu, als er verzweifelt versucht, die Lage in den Griff zu bekommen, aber er ist eindeutig überfordert. Ich war auch schon in dieser Situation und weiß, wie schwierig es ist, mit unausgebildeten Soldaten zu arbeiten. So, ich lehre ihn, was ich über das Führen weiß. Das heißt, er gewinnt Meinung, er verliert, auch wenn er nicht auf mich hört. Ja, Pech gehabt, hör auf mich. Also, ne? Sei kein Dummbatz. Hör auf mich. Ich weiß, was ich sage. So wird Engelbert ein besserer Befehlshaber. Yay! Ich nehme Graf Engelbert zur Seite, während seine Rekruten versuchen, mit der Übung fortzufahren. Das Wichtigste beim Ausbilden neuer Rekruten ist es, ihnen ein Gefühl von Disziplin zu vermitteln, sage ich ihm. Wenn ihr das nicht schafft, könnt ihr euch nicht darauf verlassen, dass sie eure Befehle befolgen. Im Anschluss an meine Lektion bedankt sich Engelbert bei mir, bevor er zurück auf das Feld marschiert, wo er die Lage schnell wieder in den Griff bekommt. Nice! So, jetzt gibt's erstmal kurz Geld. Und Gefangene. Nice! So. Das hole ich mir jetzt auch noch schnell ab. Ein gutes Geschäft. Genau, hätte ich auch gesagt. So, gib mir hier noch schnell die Belagerung fertig. Schwupp, 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 schwupp. Hol mir nochmal Geld. Dauert ja nur ein paar Tage. Na komm. Na komm! Geld, Geld, Geld. Fertig. Forderung erzwingen. So sei es. Er ist ein größerer Feind. Ich bin der größte Feind. 20 Ruhm erhalten. So. Niedrige Gemeindekontrolle in München. München gehört jetzt mir. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Okay. Oh, das gab viele Aufgebote. Schaut mal, wie viele Aufgebote da sind. So, renn mal rüber. Na komm. Auflösen. Tschüss. So. Die brauchen jetzt. Und jetzt wäre halt die Frage, kann ich ihm den Krieg erklären, um das gesamte... Ja, kann ich. Wir haben 3 Jahre Waffenstillstand. Oh, das ist teuer. Okay. Drastische Folge. Ja, das wäre jetzt dumm. Nee, 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 nee. Ihr verliert eine Ruhmstufe. Oh mein Gott, nein. Dann warte ich lieber die 3 Jahre. Aber das ist in Ordnung. Ist nicht beeinflusst. Gefangene freigelassen. Bla, blub. Fest mal. Krieg erklären. Ich könnte für dieses kleine Ding. Aber das ist sehr teuer. Das mache ich jetzt nicht. Ich könnte König Louis. Exkommunikationskrieg. Aber das macht gerade auch keinen Sinn. München, blablab, alles egal. Mündel, tschüss. Mündel. Gut, dann machst du das. Aber, okay, der kriegt noch nichts. Sie kriegt auch noch nichts. Die schon, die Adelheid. Krieg. Margarete kriegt aus irgendeinem Grund Ausbildung, obwohl sie so gut in Kriegsführung ist. Mach Kriegsführung, wenn du so gut in Kriegsführung bist. Aber dann versuchen wir mal, dass die ein bisschen besser in Verwaltung wird. Und dann schauen wir mal, ob die gut in Diplomatie wird. Ach, habe ich das gar nicht ausgewählt. Warte, 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 warte. Du bekommst das da. Und du bekommst das da. Und der hat noch nichts und der hat noch nichts und die ist fein. Okay. Was haben wir hier? Einen Religionskrieg. Wo findet der denn statt? Du Heilige, das ist ja ewig weit weg. Leute. Also bei aller Liebe, aber nein. So, ich schaue jetzt nochmal kurz nach Eichstätt. Sieht aber gut aus. Ich kann dem immer noch nicht helfen, weil... Weiß nicht. Na gut.
Ja, nee, ich habe ja keine Frömmigkeit mehr. Was macht denn mein guter Priester? Der bekehrt hier Leute, der macht Kultur und der macht jetzt Aufgebot organisieren. Mach mal Zeugs ausbilden, das wäre jetzt wichtiger. Gut, dann mache ich jetzt hier Schluss. Das passt. Ende Gelände war mal wieder richtig geil. Richtig, richtig geil. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.